Bin ich online? Ich bin online. Okay. Hallo, ihr Verrückten. Ich hätte heute echt gern mal im Bett gestreamt. Ich bin überhaupt nicht so fit heute. Aber dann habe ich nicht zwei Monitore und kann die Musik nicht spontan einstellen. Es ist nämlich verdammt schwer, angenehme Lesemusik zu finden, die irgendwie einen afrikanischen Touch hat. Deswegen muss ich streamen und immer wieder umschalten. Ich habe wirklich nichts gefunden. Deswegen bin ich jetzt hier am PC, ein halber Krepel, aber ich bin da. Hallo Yoshi, hallo Scary Buddha, hallo Tamara, hallo Freddy, hallo Scary Buddha. Dich habe ich eben schon vorgelesen. Hallo Lilly Langstrumpf, hallo Eisenkraut. Kathi, ja, du bist on, Lautstärke ist auch super, danke. Danke Eisenkraut. Hallo Mavudo. Hallo Mr. Milligram, Bilde Katze. Sentina Sennes. Schön, dass gleich am Anfang schon so viele da sind. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich heute ein bisschen Werbung gemacht habe und gesagt habe, bitte lasst mich nicht alleine, oder liegt es am Thema? Ich habe selber auf meinem Märchenkanal noch gar kein afrikanisches Märchen vertont und habe aber ein ganzes Buch mit afrikanischen Märchen, die super interessant sind. Der ägyptische Märchenstream kam total gut an. Und da dachte ich, machen wir sowas öfters. Da das Wetter immer noch nicht herbstlich ist und irgendwie, ja, so düster, dass man sich's ganz gemütlich machen kann, melancholisch mit einem Kakao auf dem Fensterbrett sitzen kann, dachte ich mir, machen wir erstmal ein paar normale, fröhliche oder auch verstörende Märchen. Schauen wir mal. Okay. Gut. Ja, ich muss mich noch sortieren. Der Kettenhund ist jetzt auch da. Hallo, Kapi. Wir machen heute eine Umfrage. Nächste Woche Sonntag wird es keinen Stream geben, weil ich bei meinen Eltern bin. Wahrscheinlich. Aber in der Woche darauf gibt es wieder ein Almtagebuch. Also Almtagebuch nächste Woche Sonntag fällt aus. Aber die Woche darauf gibt es ein Almtagebuch. Und ich habe nochmal Lust, einen Märchenstream zu machen. Und ihr könnt entscheiden. Ich habe zwei Märchenthemen, Regionen zur Auswahl. Und ihr entscheidet euch, was ihr haben wollt. Es gibt eine Umfrage, der Hund postet sie jetzt. Was ist euch lieber? Südseemärchen, die habe ich mir ausgesucht. Oder buddhistische Märchen, die hat Archie sich ausgesucht. Übrigens sollte am Freitag ein Stream stattfinden mit japanischen Geistersagen und der wird auch noch stattfinden. Vermutlich in zwei Wochen. Nächste Woche ist der Geburtstagsstream. Archie hat gesagt, ich soll mir nichts vornehmen. Archie macht alles und deswegen wird es den Geistersagen-Stream, der echt creepy ist, in zwei Wochen geben. Und in zwei Wochen dann auch einen Märchenstream wieder. Gut. Ich habe den Durchlauftext vergessen abzudaten. Sekunde. Danke, Archie. Oh, Tatsache. Ich hab ihn gemacht, aber nicht in diesem Bild. Danke, Archie. Afrikanische Märchen. Also es sind Märchen dabei heute. Die habt ihr so noch nicht gehört. Es sind auch sehr viele Märchen mit Gesang und Geklatsche und also so Reim und Rhythmus, die habe ich heute nicht genommen, weil ich es nicht so gut rüberbringen kann. Und es gibt Märchen, die sind ein bisschen historischer, die erklären so ein bisschen, wie irgendwelche Königreiche entstanden sind. Die sind für uns vielleicht nicht ganz so interessant, weil dort viele historische Sachen vorkommen, von denen wir keine Ahnung haben. Deswegen habe ich ein paar einfache rausgesucht, aber es heißt nicht, dass sie schlecht sind. Sie sind teilweise sehr traurig, sehr, sehr, sehr grausam. Also vergesst alles, was ihr sonst an grausamen Märchen kennt. Die sind heftig und ja, ein paar sind echt makaber oder verstörend. Wir werden heute viel Freude haben. Ich habe ganz viele dabei. Die sind auch gar nicht so lang, also recht kurz. Ich habe aber bewusst ein paar längere, also für deren Verhältnisse längere rausgesucht. Okay. Horrorcocktail hört und sieht noch nichts, aber es gibt Menschen, die mich hören und sehen, also vielleicht kann jemand dem Horrorcocktail kurz sagen, wir möchten nochmal neu starten, vielleicht hilft das. Gut, und da hat Kapi auch schon den Strawpoll-Link eingefügt. Auf den könnt ihr klicken, ohne Anmeldung, einfach raufgehen und abstimmen. Wollt ihr buddhistische Märchen oder Südseemärchen?
Und zu beiden kann ich euch dann ganz viel erzählen. Zu den afrikanischen Märchen kann ich euch nicht so viel erzählen. Und ich weiß auch, dass die Bilder, die ich heute ausgewählt habe, wahrscheinlich nicht so gut passen, weil die Menschen, die abgebildet sind, vielleicht vom Hautton nicht ganz dementsprechend, woher das Märchen kommt. Oder wenn eine Kriegsbemalung ist, wird sie vermutlich nicht das Volk darstellen, woher das Märchen kommt. Aber wir wollen mal heute nicht so pingelig sein. Ich habe es echt versucht, ein bisschen passend zu machen. Ja? Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Habe ich noch... dann mache ich erstmal... machen heute ein bisschen entspannte Musik. Okay, bevor wir anfangen, es tut mir leid, Freitag ist ausgefallen. Mir geht es aktuell nicht ganz so gut, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. An sich, ich bin gesund. Ich bin nur nicht fit irgendwie gerade. Ich bin ausgelaugt. Und deswegen, ich habe den ganzen Freitag gar nichts gemacht. Ich habe einfach mal nicht gearbeitet. Das ist sonst nicht so mein Ding. Normalerweise stehe ich morgens um 5 auf und dann geht's ran. Und dann war eine Freundin hier und wir haben auch Sport gemacht. Wir machen jeden Tag Sport, aber ich war irgendwie... ach, ich konnte nicht. Und dann habe ich auch Nachmittag mich nochmal hingelegt und dann bin ich hier aufgestanden und dann habe ich gemerkt, ich kann einfach heute nicht. Ich bin nicht aufnahmefähig. Und dann lagen wir einfach im Bett und haben... was haben wir gemacht? Mr. Moto geguckt. Und gestern haben wir auch Mr. Moto geguckt. Das ist total seltsam. Mr. Moto ist ein total sympathischer Creep, der eigentlich ein Geheimagent ist, aber er ist einfach nur ein Creep. Und wer Mr. Moto noch nicht kennt, der sollte sich unbedingt mal einen dieser Filme angucken. Es ist richtig lustig, weil er eben so unheimlich ist. Ich glaube, er ist ungewollt unheimlich. Also Archie und ich finden ihn unheimlich, aber er ist halt sehr unheimlich. Ja, heute bin ich auch noch nicht so fit, aber dieser Märchenstream muss heute stattfinden. Okay. Mabudo sagt aufnahmefähig. Versteht ihr? Kathi ist nicht aufnahmefähig, weil sie immer aufnimmt. Ah, okay. Ja, erstmal ganz tolle Nachrichten, bevor wir heute anfangen mit Lesen. Jeder, der auf YouTube das jetzt hört und der sich wieder nicht dafür interessiert, sondern nur die Märchen hören will, kann jetzt wieder skippen, bis das erste Bild kommt. Ich habe hier Bilder, ich zeige das ganz kurz so. Da ist das erste Bild. Und wenn dieses Bild kommt, dann könnt ihr auch wieder reinskippen. Man kann ja die Bildervorschau sehen. Okay, also wir haben letzte Woche unser Grundstück gefunden, das wir haben werden. Und wo wir bauen werden. Und das war total spannend. Wir hatten nämlich ewig lange einen Termin beim Bürgermeister gewollt. Und der Bürgermeister hatte halt nie Zeit. Und als wir den Plan gesehen haben, wo über noch gebaut werden kann, da waren auch so 15 Grundstücke frei. Wir konnten uns nicht entscheiden, wie groß soll es sein, wo soll es sein. Und wir hatten total die Qual der Wahl. Und dann sind wir hingekommen, hatten endlich einen Termin. Und dann hieß es, ja, es gibt noch 3 Grundstücke. Und... nach uns kamen noch ein paar und die standen auch schon da. Die wollten auch eines der Grundstücke. Das heißt, wir mussten uns sofort entscheiden, welches der 3 Grundstücke, 2 sehr große und ein recht kleines. Aber das kleine war das einzige, bei dem der Garten auf der Südseite ist. Die anderen haben das Haus auf der Südseite und den Garten auf der Nordseite, was total doof ist, da ich ein absoluter Gartenfreund bin. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir das ganz kleine Grundstück. Ist aber nicht schlimm, denn wir wohnen... dann 30 Sekunden von einem richtig krassen Wald entfernt. Und zu Fuß sind das 15 Minuten bis zu einem ganz tollen See. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich das Grundstück haben. Und wir waren aber vorher nicht in diesem Wohngebiet und haben uns das angeguckt. Wir sind nur durch das Wohngebiet gefahren, wo schon Häuser stehen. Nicht das, was gerade erschlossen wird. Und dann sind wir, nachdem wir unterschrieben haben, dorthin gefahren und standen dort und haben überlegt, warum das so klein aussieht. Also ich bin ein Experte darin, mir Dinge nicht räumlich vorstellen zu können. Und ich habe diese Fläche gesehen und habe gedacht, hä, da passt jetzt ein Haus drauf und ein Garten? Ich verstehe das nicht. Und dann haben wir auch noch die Auffahrt in der Mitte vom Grundstück. Also das ist irgendwie ganz komisch. Wir standen dort auf einer riesigen Freifläche, direkt am Wald, am See. Und da waren nur Straßen, da waren nicht mal Laternen. Und dann kamen Spaziergänger vorbei. Ein altes Ehepaar,
die uns dann sofort angesprochen haben, wer wir sind, woher wir kommen, was wir hier machen. Und dann haben wir erzählt, ja, das ist jetzt unser Grundstück und wir bauen dann hier. Ich habe den Seppel dieses Dorfes kennengelernt. Die haben uns erstmal ausgequetscht, uns dann alles über die Geschichte erzählt und am Ende gesagt, ja, wir haben genauso viel Quadratmeter, kommt doch mit zu uns, wir zeigen euch unser Haus und unseren Garten. Und wir dachten, ja, das ist voll nett, dann können wir uns das ja vorstellen, wie viel Garten wir dann noch haben. Und dann haben wir das Auto stehen lassen und sind mit diesen zwei alten Menschen mitgelaufen durchs halbe Dorf. Und bei jedem Haus sagte der Mann, und in diesem Haus wohnt der und der. Oh, Jacobo Gabe Grimbardo. Vielen, vielen Dank. Ich spende einen Stein für euer Haus. Ah, danke schön. Huch. Danke, danke. Der erste Stein ist da. Juhu. Dankeschön. Irgendwie war das Bild sehr klein, der Text sehr groß. Aber dankeschön. Okay, wie sagt Kathi, wie ziehst du diese Leute mal? Ich weiß es nicht. Es war super unheimlich. Er ist von jedem Haus, von jedem Nachbarn, kenne ich jetzt die Lebensgeschichte. Wer, sie waren die Zweiten, die in diesem Dorf gebaut haben. Und dann sind wir an dem Haus vorbeigegangen von den Leuten, die als erstes in diesem Dorf gebaut haben. Also nicht in dem Dorf, sondern in diesem Wohngebiet. Und das war dann so ein bisschen voller Abscheu. Aber die sind auch schon tot. Okay. Und dann standen wir dort vor dem Haus und haben dann die Lebensgeschichte von den Kindern von diesen alten Menschen erfahren. Und der Mann, der war über 80 und er sah gar nicht aus wie 80, der sah aus wie 60. Aber ich bin auch noch jung und kann sowas nicht einschätzen. Und dann hat Archie mit der Frau so über die Gartensachen gesprochen und dann kam der alte Mann zu mir ganz nah ran und sagte, wollt ihr euch noch drinnen umschauen, wie wir es da gemacht haben? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Habe mich hier versuchend an Archie gewendet. Aber Archie hat den Wink verstanden und hat gesagt, nein, wir müssen jetzt nach Hause. Also mein Wink. Mein Wink, dass ich das nicht wollte. Wir müssen jetzt nach Hause, wir haben Hunde. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Wir haben ewig lang mit denen gesprochen, uns Grundstück angeguckt. Fazit, das Grundstück ist nicht zu klein. Also jetzt im Nachhinein denke ich es wieder, aber wenn ich da drauf stehe und ein Haus sehe, wahrscheinlich nicht. Ich bin einfach nur, dankeschön, Archie hat mir Tee gebracht. Archie hat Eukalyptus mitgebracht. Oh, dankeschön. Ich bin einfach nur zu dumm, um mir sowas vorstellen zu können. Archie hat außerdem eine sehr gute Nachricht mitgebracht, die er gerade per WhatsApp bekommen hat. Möchtest du sie hören? Was denn? Ich weiß nicht, ob du sie laut hören möchtest, deswegen flüstere ich sie dir erstmal ins Ohr. Warte, soll ich mein Ohr ans Mikrofon halten? Nein. Ja, okay, das freut mich. Haben wir das gehört? Weiß ich nicht. Also ich schon, schon. Wieso sensibel soll es auch nicht sein? Aber du hast gehört, ja? Ja. Danke. Also komplett. Ja. Okay. Keine Anmerkung. Okay. Die Tür quietscht gar nicht, sagt er noch. Ja, das liegt, ist aber temperaturabhängig. Wenn es warm ist oder wenn es besonders warm ist oder besonders kalt ist, dann verzieht sich das Holz so, dass es nicht mehr quietscht. Ganz komisch. Übrigens, hallo liebe Leute. Was? Also ich habe geschrieben, ja, wir haben es gehört. Nein, habt ihr nicht, ihr habt so nichts gehört. Zwei Wunder fragt, wie viele Quadratmeter haben wir? Wir haben 500 Quadratmeter, wir wollten erst, ich weiß, es reicht, das auch, heutzutage sagte man uns auch, man hat nicht mehr so ein großes Grundstück. Wir hatten uns vorher ein riesiges Grundstück angeguckt, das waren 700 Quadratmeter und deswegen dachten wir, dass 500 nicht reichen, weil auch 700, ob, wenn man direkt davor steht, irgendwie gar nicht so groß aussieht. Wenn da ein Haus drauf steht und ein Garten ist, dann ist es was ganz anderes. Aber so, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür. Jo, Flauschefuchs, vielen Dank. Oh mein Gott, ich kann auch endlich mal wieder dabei sein. Zur Feier des Tages eine Kleinigkeit von mir. Bitte schön, liebe Kathi. Dankeschön. Dankeschön, Jo. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Das sind dann schon 8 Steine. Vielen Dank. Danke. Mavudo sagt, in Bayern zählt das als klein, sonst kriegt man 5 Berge und eine Alm noch dazu. Ja, es sind, also für ostdeutsche Verhältnisse ist es sehr groß, wahrscheinlich, und für bayerische vielleicht klein, aber an sich ist es nicht jetzt so ein Drama, wenn es zu klein sein sollte, weil wir direkt am See wohnen
Und das ist sehr viel wert für mich, weil ich eine Wasserratte bin. Und ich wollte eigentlich einen Pool, aber der See ist so geil. Ich werde wahrscheinlich jeden Tag nur noch schwimmen. Und auch für die Hunde zum Spielen. Ich komme ja eigentlich aus einer sehr großen Stadt. Und da habe ich mir halt immer einen Garten gewünscht. Und ich kann halt diesen Garten einfach nehmen. Und dazu komme ich gleich, was ich da mache. Zum Gassi gehen und zum Spielen für die Hunde ist ja der Wald da. So, und wir bauen auf jeden Fall ein Haus, das groß genug ist, dass ich ein Aufnahmestudio habe. Das ist ganz wichtig. Deswegen brauchen wir ein zusätzliches Zimmer und natürlich dann genug Schlafzimmer für alle Beteiligten des Haushaltes. Und im Garten wollte ich mir einen Märchengarten legen. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber Archie hat vorgeschlagen, dass ich einen Garten mache, der Themen, verschiedene Märchenthemen hat und dementsprechend wird der Garten werden. Ich weiß noch nicht, was daraus wird, aber die Idee gefällt mir erstmal. Okay. Chris sagt, dein zweites ASMR-Video war wirklich gruselig, bitte mach mehr. Ja, also es freut mich, dass gruselig war. Ich habe selbst die ganze Zeit einen Jumpscare von mir erwartet und ich beim Schneiden, ich musste super konzentriert sein. Immer wenn ich mich geräuspert habe, habe ich mich super erschrocken, weil das so laut ist. Ich weiß, dass ganz viele es nicht mögen. Ich habe auch ein paar Kommentare bekommen. Ich hoffe, das war eine Ausnahme. Es macht mich aggressiv. Aber keiner zwingt euch. Genau wie bei den SCPs. Ihr könnt auch einfach wegschalten oder nicht anklicken. Ich weiß nicht. Außerdem ist es mein Kanal und wenn ich es jetzt gerade machen will, ist es vielleicht nur eine Phase. Aber bald kommt wieder eine tolle Ausreihenteil, das kann ich euch sagen. Okay. Okay. Auf jeden Fall danke, Chris. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine sehr schöne Neuigkeit, finde ich, dass wir jetzt endlich ein Grundstück haben und schon die ersten Menschen im Dorf kennengelernt haben. Die wissen jetzt alles über uns, die wissen, wo wir wohnen und ich glaube, die werden sehr oft, was ist das für Musik? Sehr oft bei uns vorbeikommen, was gruselig ist, aber ja, gut. Das war der Seppel. Okay, ich will jetzt einen Schluck Wasser trinken und dann würde ich sagen, geht das los? Wollen wir lesen? Gut. Ich wollte es letzte Woche alles schon erzählen, aber letzte Woche hatte ich gar keinen zum Erzählen. Das war Montag und am Sonntag war Stream und Freitag ist ausgefallen. Und ich habe so das Gefühl, ich muss jeden Einzelnen anrufen und das erzählen, aber ja, ich habe alle Nummern nicht. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich war so erleichtert, weil wir die ganze Zeit Angst hatten. Wir kriegen kein Grundstück mehr, weil der Bürgermeister nicht erreichbar war. Und ich fühle mich jetzt so sicher schon. Selbst wenn wir jetzt keine Firma finden, mit der wir bauen, haben wir erstmal Ruhe, weil wir das Grundstück haben. Jetzt kommt eh bald Winter. Und ja, wir haben schon ein paar Firmen, die bauen, uns angeguckt. Und Archie wollte sich noch Fertighäuser angucken. Ich bin davon nicht so begeistert. Aber wir gucken dann. Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Jetzt sind wir beruhigt. Okay. Ich mache noch Musik an. Wie gesagt, also ich kann nicht so Afrikaner. Ich kann euch das mal zeigen. Die klingt schön. Aber zum Lesen eignet die sich nicht, weil sie zu unruhig ist und dann kommt auch gleich noch Gesang. Ich könnte jetzt den Gesang ausschalten, aber das müsste ich bei jedem Lied machen und jedes Lied geht so 2 Minuten, also es funktioniert nicht. Die Musik klingt eigentlich schön, aber ja, das kann man nicht machen. Ketten und sagt, Fertighäuser sind besser als ihr Ruf. Das mag sein, aber ich habe gelesen, dass der Wert zu schnell fällt und außerdem ist die Isolierung nicht so gut. Also, was bei uns wichtig ist, ist vor allem die Geräuschisolierung und da ist ein Massivhaus wahrscheinlich besser. Weiß ich nicht. Okay.
Hijazakati Kathi und die Dorfseppel, das neue Märchen von Kathi Winter. Ja! Okay, die neue, okay, ja. Okay, wir fangen erstmal an. Wir lesen jetzt ein Märchen. Es ist aus dem Zentralsudan. Und ich kann, wie gesagt, nicht einschätzen, ob die Nuancen der Haut, ob die... Also ob diese Menschen, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind hier Afroamerikanerinnen gewesen, aber es ist egal. Es ist einfach erstmal ein schönes Bild. Jetzt zu dem Märchen, die Geschichte von den zwei Mädchen, die dieselbe Mutter und denselben Vater hatten. Wundert euch nicht über die seltsamen Titel. Es geht nicht anders zu übersetzen. Das ist so ein linguistisches Problem und wir haben ganz oft linguistische Spielereien, die ein bisschen komisch für uns klingen, aber die halt, wenn sie in der Originalsprache sind, einfach funktionieren. Okay, dann fangen wir mal an. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Quatsch erzählt. Die eine, also die Geschichte von den zwei Mädchen, die dieselbe Mutter und denselben Vater hatten. Die eine von den Mädchen sagte zu ihrer Schwester, »Ich bin schöner als du.« Ihre Schwester antwortete, »Ich bin schöner als du.« Die erste sagte darauf, »Wenn du schöner als ich bist, dann komm, lass uns in die Welt gehen und zusehen, wer von uns beiden mehr Güter gewinnt.« Ihre Schwester erwiderte, »Schön.« So machten sie sich denn auf und gingen. Als sie in ein Land kamen, da sagten sie zu den Leuten, »Wer von uns beiden ist schöner? Der, die schöner ist, müsst ihr etwas schenken.« Einigen Leuten gefiel die eine Schwester besser, anderen die andere. So gaben sie in dem Lande jeder von ihnen etwas. Dann gingen sie weiter und kamen in ein anderes Land. Als sie dahin gekommen waren, machten ihnen die Leute dort wieder allerlei Geschenke. Dann gingen sie weiter. Als sie so weiterzogen, da bekam die jüngere Schwester viel geschenkt. Sie reisten durch viele Länder und kamen dann zurück. Auf der Heimreise kamen sie an das Ufer eines Sees. Ihre Kühe und Ziegen und alles, was sie bekommen hatten, brachten sie dahin, und das Vieh trank dort von dem Wasser. Als sie sich satt getrunken hatten, ging die jüngere Schwester hin, um Wasser zu schöpfen. Die ältere Schwester sagte zu ihr, »Bring mir Wasser zu trinken!« Sie sagte, »Jawohl!« und ging hin, holte Wasser und brachte es ihr. Die ältere Schwester sagte zu ihr, »Dies Wasser ist nicht gut. Deine Schafe, deine Ziegen und deine Kühe haben davon getrunken. Bring mir nun auch etwas zu trinken. Ich möchte nicht selbst gehen, aber bring mir gutes Wasser.« Sie sagte so, weil sie auf ihre Schwester eifersüchtig war. Die jüngere Schwester ging hin und fragte, »Von diesem Wasser?« Die ältere antwortete, »Nicht von dem, geh weiter!« Sie ging noch weiter, zu einer tiefen Stelle, da versank sie und kam um, und die ältere nahm alle ihre Habe mit nach Hause. Als man sie fragte, »Wo ist denn deine Gefährtin?« sagte sie zu ihnen, »Sie ist umgekommen.« Und als sie fragten, »Wo?« antwortete sie, »Im See.« Während sie zu Hause blieben, ging ihr jüngerer Bruder hin, um die Schafe am Ufer des Sees zu weiden. Und er sang den Namen seiner Schwester und sagte, »Komm nach Hause.« Also da habt ihr es wieder, kann auch so ein harmloser Gesang kommen, aber es kann auch ein ganzes Märchen einfach gesungen werden. Ich singe nicht. So sang er da und rief den Namen seiner Schwester. Als er eine Weile gewartet hatte, sah er, wie er aus dem Wasser heraus zu ihm kam. Er grüßte sie, sie setzte sich hin, kämmte die Haare seines Hauptes und salbte sie mit Öl. Dann sagte sie zu ihm, »Ich will nach Hause gehen.« »Zu welchem Hause gehst du?« »Ich gehe ins Wasser.« Sie ging und stürzte sich ins Wasser, und er sah sie nicht mehr. Am Abend kehrte er nach Hause zurück und erzählte den Leuten, »Ich habe meine Schwester gesehen.« Sie sagten, »Es ist nicht wahr«, denn sie glaubten es nicht. Am anderen Tage ging er wieder hin. Eines Tages saß er da und weidete seine Herde und sang sein Lied.
Da kam sie heraus zu ihm und grüßte ihn, und er erwiderte den Gruß. So saßen sie da eine Zeit lang. Am Abend ging seine Schwester wieder hin und stürzte sich ins Wasser, und er ging nach Hause. Wieder erzählte er es den Leuten und sagte, ich habe sie wirklich gesehen. Er sagte auch zu ihnen, wenn ihr sie sehen wollt, müsst ihr euch in die Schafe verwandeln. Morgen wollen wir hingehen und dann könnt ihr sie sehen. Sie sagten, jawohl. Als es Morgen wurde, verwandelten sie sich in Schafe und kamen zur Weide. Als sie auf die Weide gegangen waren, zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater, die sich auch in Schafe verwandelt hatten, kam er an das Ufer des Sees, setzte sich hin und sang sein Lied. Da kam sie aus dem Wasser und grüßte ihn. Und sie setzten sich nieder und unterhielten sich. Und sie sagte zu ihm, »Wirklich, früher hattest du nicht so viele Schafe wie jetzt.« Er sagte, »Ich hatte sie.« »Ich glaube es nicht.« Dabei weideten die Schafe das Gras ab und sahen sie an. Am Abend sagte sie zu ihm, »Ich gehe nach Hause.« Er sagte, »Jawohl.« Sie kämmte das Haar seines Hauptes, salbte es mit Öl und flocht es im Flechten. Dann ging sie nach Hause. Er sagte zu ihnen, »Habt ihr eure Tochter gesehen?« »Natürlich, wir haben sie gesehen. Sie kämmte das Haar deines Hauptes und salbte es mit Öl. Wir sahen sie, sicher war sie es. Was sollen wir machen, um sie wiederzubekommen?« Da war ein junger Mann, der Sohn des Königs, der sagte zu ihnen, »Wenn ich sie aus dem Wasser bekomme, wollt ihr sie mir dann zur Frau geben?« »Ja, natürlich, wir wollen sie dir geben, dass du sie heiraten kannst.« »Sehr schön.« Er verwandelte sich in einen Aussätzigen. Sein ganzes Gesicht war nicht schön und seine Hände waren voll Aussatz. Die Leute wussten nicht, dass er es absichtlich getan hätte. Er sagte zu ihnen, »Wenn ich in das Wasser gegangen bin und ihr seht, dass das Wasser weiß wird, dann müsst ihr euch nicht freuen. Wenn ihr seht, dass das Wasser schwarz wird, dann müsst ihr schreien. Ihr müsst euch nicht freuen. Wenn ihr seht, dass das Wasser rot wird, dann könnt ihr euch freuen.« »Sehr schön.« Dann nahm er sein Messer und ein Rasiermesser und ging ins Wasser und grüßte den Mann der jungen Frau und sagte zu ihm, »Geht's dir gut, du Herr des Wassers?« Der Nix antwortete, »Sehr gut.« »Möchtest du, dass ich dir die Haare schere?« »Oh ja.« »Sehr wohl.« Und zog das Rasiermesser heraus, um ihm den Kopf zu rasieren. Achso, was ihr hört, ist nicht das Aquarium, sondern mein Diffuser. Hier ist schön Eukalyptus-Aroma. Nicht wundern. Wenn es jemand stört, dann müsst ihr jetzt nur sagen, dann mache ich's aus. Da sahen die Leute, dass das Wasser ganz weiß wurde. Als sie ein Weilchen gewartet hatten, bemerkten sie, dass das Wasser ganz schwarz wurde. Da fingen sie an zu schreien. Darauf schnitt der Mann dem Nix den Kopf ab. Da warteten sie ein Weilchen und sahen, dass das Wasser ganz rot wurde, und sie fingen an, sich zu freuen, schlugen die Trommeln und tanzten. Der Mann brachte das Mädchen aus dem Wasser. Ihre Eltern sahen sie und freuten sich mit Tränen. Der Mann nahm seine Frau, brachte sie in sein Haus und heiratete sie. Wenn sie nun Essen kochte, pflegte sie ihm das Seine auf einer Schüssel zu geben, die nicht schön war oder gar schmutzig. Sie liebte ihn nicht, sie wusch seine Teller nicht, wenn er gegessen hatte, sie ließ sie schmutzig. Sie gab ihm auch Wasser zu trinken aus einem Gefäß, das nicht schön war. Eines Tages versammelte er die Leute im Hofe, erzählte es ihnen und sagte, »Von dieser schlechten Schüssel esse ich meine Speise und aus diesem schlechten Gefäß trinke ich mein Wasser. Meine Frau liebt mich nicht, weil mein Leib nicht schön ist. Heute will ich in mein Haus gehen und mich verwandeln.« Sie sagten, »Wir haben es gesehen.« Also es ist eine ganz kurze Anmerkung, es ist eine super schlechte Übersetzung. Das ist halt alles noch von 1902 oder 1905 oder so. Und das ist nicht so gut übersetzt. Also ihr müsst nicht schreien, bedeutet nicht, ihr braucht jetzt nicht zu schreien, sondern ihr solltet schon nicht schreien. Und so ist es hier die ganze Zeit. In einem anderen Märchen, das ich heute nicht vorlese, nennen sie die Mutter die Säugerin. Ja, Säugerin, wir gehen mit dir. Das ist nur eine ganz kurze, ich lese gleich weiter.
anstatt Mutter zu sagen. Und ich vermute einfach, das ist in der jeweiligen Sprache das gleiche Wort wie Mutter. Bedeutet aber auch, so kommt auch von saugen, und dann hat der Übersetzer einfach Säugerin daraus gemacht. Und das sind so, also wundert euch nicht, wenn die jetzt sagen, wir haben es gesehen, kann es auch einfach bedeuten, ist in Ordnung, wir wissen es, oder jawohl. Es ist ganz, wie gesagt, ist ganz komisch geschrieben, ist aber nur, weil die Übersetzung so ist. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben es gesehen. Er ging, wusch sich die Hände, wusch seinen ganzen Körper und verwandelte sich ganz und gar und wurde schön. Der ganze Aussatz fiel von ihm ab. Eine Frau lief hin, kam und erzählte es der jungen Frau und sagte, »Dein Mann, den du nicht liebtest, hat heute seinen Leib fein gemacht. Gehe schnell, wasche seine Schüssel und sein Trinkgefäß, wasche sie gut.« Sie sagte zu ihr, »Jawohl.« Sie sprang auf, wusch die Schüssel und wusch das Trinkgefäß und wusch sie schön. Sie bereitete sehr schöne Speise und legte sie auf die Schüssel, stellte sie beiseite und wartete ein wenig, bis sie trocken war. Ihr Mann kam und ging ins Haus. Er sah seine Schüssel und sein Trinkgefäß gewaschen und sah die gute Speise. Er sagte zu seiner Frau, »Ich für meinen Teil wünsche nicht, von dieser reinen Schüssel zu essen. Ich wünsche nicht, aus diesem reinen Gefäß zu trinken. Gib mir zu essen von meiner schmutzigen Schüssel und zu trinken aus meinem schlechten Gefäß. Von dieser reinen Schüssel will ich nicht essen und aus diesem reinen Gefäß will ich nicht trinken. Erst sollst du hingehen und die Schwanzquaste eines jungen Löwen bringen und das Gefäß damit reinigen, damit er dann erst will ich daraus essen und trinken.« Sie sagte, »Jawohl.« Dann ging sie in ihr Zimmer und setzte sich hin und dachte, »Wie soll ich es anfangen, den Schwanz eines jungen Löwen zu bekommen?« Sie ging hin, erzählte es einer anderen Frau und sagte, »Mein Mann will von der reinen Schüssel nicht essen und aus dem reinen Gefäß nicht trinken. Er sagte, ich sollte hingehen und die Schwanzquaste eines jungen Löwen holen. Damit sollte ich die Schüssel und das Wassergefäß auswaschen. Und dann erst wollte er daraus trinken.« Die Frau antwortete, »Dies ist für das, was du ihm getan hast. Das vergeht er dir nun.« Und sie fügte hinzu, »Ich will dir helfen. Geh hin, mache Korn fertig, wasche es und lass das reine Korn liegen, dass die Fliegen darüber kommen. Nimm die Fliegen und koche sie, und dann nimm sie und gehe damit in den Wald. Wenn du dahin gegangen bist und siehst die Mutter der jungen Löwen, dann klettere auf einen Baum und bleibe da. Wenn die Mutter der jungen Löwen ihr Maul öffnet, dann schütte ihr schnell die Fliegen hinein und du wirst den Schwanz des jungen Löwen bekommen.« Sie antwortete, »Sehr schön.« Sie ging in ihr Haus, nahm Korn, weichte es ein, wusch das Korn, ließ das Wasser von dem Korn ab und stellte es beiseite. Als die Fliegen darüber gekommen waren, sammelte sie all die Fliegen und kochte sie, nahm sie auf und ging in den Wald. Da traf sie die Mutter der jungen Löwen und kletterte auf einen Baum. Die Mutter der jungen Löwen flocht gerade einer Hyäne die Haare. Als sie müde war, öffnete sie ihr Maul. Da nahm die Frau schnell einige Fliegen und schüttete sie der Löwenmutter ins Maul, und die Löwenmutter fraß sie. Nach einem Weilchen öffnete sie ihr Maul, und die Frau schüttete ihr etwas hinein. Die Löwenmutter sagte zu der Hyäne, »Geh nach Hause, ich bin heute müde.« Die Hyäne wusste aber nicht, dass es der Löwenmutter so wohl war, als sie sagte, »Ich bin müde.« Die Hyäne ging. Die Löwenmutter stand auf und sah hinauf in den Baum, konnte aber nicht sehen und sagte, »Wer ist da auf dem Baum?« Die Frau antwortete ihr und sagte, »Ich bin da, eine Frau.« »Komm herunter.« »Ich kann nicht herunterkommen.« »Warum kannst du nicht herunterkommen?« »Wenn ich herunterkomme, fressen deine Kinder mich auf.« »Oh nein, nein, sie sollen dich nicht fressen. Komm nur herunter.« Die Frau kam herunter und nahm den Rest von den Fliegen und gab sie der Löwenmutter. Die Löwenmutter fragte sie, »Was wolltest du denn, dass du hierher kamst?« »Ich möchte den Schwanz von einem deiner Kinder haben.«
Sehr schön. Komm, lass mich dich verstecken, dass sie dich nicht sehen können, wenn sie nach Hause kommen. Die Frau ging in den Vorratsraum und die Löwenmutter deckte sie zu. Als sie sie zugedeckt hatte und es Abend war, kamen ihre Kinder und rochen das Menschenfleisch und sagten, oh Mutter, heute riecht es hier nach Menschen. Es ist nicht wahr. Wie soll es hier nach Menschen riechen? Ihr denkt, es soll nach Menschen riechen und ich rieche nichts. Der Vater der jungen Löwen kam und sagte, setze dich doch hin, warum schreist, was schreist du so? Als sie schlafen gegangen waren, ging die Löwenmutter auch nicht schlafen, sondern sie sagte zu der Frau, komm heraus, geh und schneide dem Kleinsten von dem jungen Löwen den Schwanz ab. Sie antwortete, jawohl. Da sagte die Löwenmutter, wenn du siehst, dass das Zimmer hell ist, dann musst du nicht kommen, dann schlafen sie noch. Aber wenn du siehst, dass das Zimmer ganz dunkel ist, dann geh hinein, dann schlafen sie. Jawohl. Also, noch ganz kurze Anmerkung. Viele würden jetzt vielleicht an den Teufel mit den drei goldenen Haaren denken, wo die Großmutter des Teufels auch jemanden versteckt hat und dann, wenn sie schlafen, die Haare ausgerissen hat. Europäische Einflüsse in afrikanischen Märchen gibt es. Aber die zu finden ist ganz, ganz, ganz schwer. Also da, wenn man jetzt hier so ein Märchenmotiv hat, das ähnlich ist, dann ist das Zufall, dann hat das eher unwahrscheinlich was mit einem europäischen Märchen zu tun. Nur damit ihr Bescheid wisst. Die Frau nahm ihr kleines Messer aus der Tasche und ging hin. Aber sie sah, dass das Zimmer hell war. Sie lief zurück, versteckte sich und dachte, sie schlafen noch nicht. Die Löwen kamen zu ihrer Mutter und sagten, wir haben einen Menschen gesehen. Es ist nicht wahr. Geh, legt euch hin und schlaft. Sie gingen weg, und als sie eingeschlafen waren, kam die Frau und sah, dass das Zimmer ganz dunkel war. Sie ging hinein, fasste nach dem Jüngsten von den Löwen und schnitt ihm den Schwanz ab. Die Mutter der jungen Löwen sagte zu der Frau, »Laufe schnell und geh nach der Stadt.« Die Frau sagte, »Jawohl.« Die Frau lief, was sie konnte, hatte sie doch den Schwanz des jungen Löwen bekommen. Am Morgen stand ein junger Löwe auf und sagte, ich springe auf und recke meinen Schwanz aus. Ein anderer sprang auf und sagte, ich springe auf und recke meinen Schwanz aus. Als sie alle mit ihren Schwänzen aufgesprungen waren, stand auch der Jüngste auf und sagte, ich habe nur noch einen Stummel von meinem Schwanz, denn er stand ohne Schwanz da. Da sagten sie, wer hat denn dem jüngsten Löwen den Schwanz abgeschnitten? Da nahmen sie ihre Trommeln und trommelten. »Zurück, zurück! Der dem jungen Löwen den Schwanz abgeschnitten hat, muss wiederkommen!« Die Frau ging wieder ein wenig zurück. Als die Löwenmutter die Frau in der Ferne zurückkehren sah, sagte sie zu ihren Kindern, »Gebt mir eure Trommeln, ich will selbst trommeln!« So trommelte sie denn den Ruf, »Vorwärts, vorwärts!« Da lief die Frau vorwärts. Sie kam in die Stadt und brachte den Schwanz des jungen Löwen mit, ging in das Haus und wusch die Schüssel mit der Schwanzquaste des jungen Löwen und wusch das Trinkgefäß damit aus. Dann trocknete sie alles ab, tat Speise auf die Schüssel und Wasser in das Trinkgefäß und brachte ihrem Mann die Speise und das Wasser. Dann legte er seine Hand darauf und aß seine Speise. Seit dem Tag wusste sie, dass er der Sohn des Königs war. Das ist es. Es ist aus. Die Geschichte von den zwei Mädchen ist zu Ende. Ja, das ist nämlich auch interessant. Jedes Märchen hier endet mit und das ist das Ende. Und ich vermute, dass die ganze Erzähltradition natürlich ist es so, ein bisschen anders ist. Da ist es ein bisschen rhythmischer, ein bisschen musikalischer. Es ist nicht so langweilig trocken, wie wir es sonst kennen. Und ja, das war das erste Märchen. Es war nicht so, wie ihr sonst Märchen kennt, aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es kommt jetzt gleich ein sehr weirdes Märchen, das mir aber super gefallen hat. ich warte jetzt erstmal, was sagt ihr zu diesem Märchen?
Eisengrot sagt, was für eine Mutter hilft dabei, den Schwanz ihres eigenen Kindes zu entfernen und belügt sie über die Realität. Ja, gleiche Anrufen, Familien im Brennpunkt. Also, es gibt ein paar Märchen hier. Ich habe mehr gelesen, als ich heute vorlesen werde. Die sind so weird und die verlieren sich so in der Handlung, wie ihr es jetzt gerade auch gemerkt habt. Ich sage nur, der arme Löwe. Hi, Archie. Hi. Ja. Armer Löwe. Die sind... man kann der Handlung manchmal gar nicht so richtig folgen. Und ich vermute, dass es einfach auch an der Übersetzung liegt, dass es vielleicht so ist, dass es Rhythmen gibt, dass es einen Kontext zu jeder, zu archetypischen Figuren gibt oder so, die wir nicht haben. Und deswegen ist es manchmal sehr schwierig, der Handlung zu folgen. Es war anders, sagt Chris. Sascha sagt, ja, voll krank. Okay. Wieso sind so viele Märchen eigentlich so gewalttätig? Hatte das mal einen tieferen Sinn, als man sie erfunden hat? Ja, Mr. Milgram, vielleicht hat man sie nicht erfunden. Vielleicht basieren sie immer mal auf etwas. Und der Alltag ist grausam und brutal. Auch damals schon gewesen. Ich glaube, uns geht es heutzutage sehr, sehr, sehr gut, dass wir solche Gewalt nicht mehr so kennen. Die ist bei uns vielleicht nicht mehr so an der Tagesordnung, wie sie zu anderen Zeiten mal war. Also, es gibt Teile auf der Welt, da ist diese Grausamkeit heute noch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist nicht als so krass damals wahrgenommen worden, wie für uns heute, die ein bisschen anders leben. Ein bisschen ruhiger. Okay. Der Ton ist weg. Ist der Ton bei allen weg? Ich frage euch. Okay. Ansonsten lese ich nämlich jetzt ein Märchen vor. Ton ist super. Okay. Alle hören mich? Gott sei Dank. Jetzt kommt ein Märchen. Ich wollte es vorhin schon Archie vorlesen, weil ich das so gut finde. Ich muss nur Musik anmachen, die dazu passt. Und zwar unsere Lieblingsmusik. Dieses Märchen heißt Die Ursache des Todes. Super, super tolles Märchen. Es kommt aus Ostafrika. Ich kann euch sogar den Stamm sagen, aber ich habe... Sekunde. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Okay. Auf jeden Fall ist das ein tolles Märchen. Wie geschah es doch? Es ist Gott, der die Menschen geschaffen hat. Und da Gott Erbarmen hat, sprach er, ich will nicht, dass die Menschen ganz und gar sterben. Ich will, dass die Menschen, wenn sie gestorben sind, wieder auferstehen. Und er schuf die Menschen und brachte sie in ein anderes Gebiet. Er aber blieb daheim. Und er sah das Chamäleon und den Webervogel. Aber als er 3 Tage mit dem Chamäleon und dem Webervogel zusammen gewesen war, erkannte er, dass der Webervogel sehr viele Worte macht. Lüge und Wahrheit. Aber der Lügenworte waren viel und der Wahrheitsworte waren wenig. Und er beobachtete das Chamäleon und erkannte, dass es großen Verstand habe. Es log nicht. Seine Worte waren wahr. Und er sprach zum Chamäleon, Chamäleon, geh in jenes Gebiet, wohin ich die Menschen, die ich geschaffen habe, gebracht habe, und sage ihnen, wenn sie gestorben sind, auch wenn sie ganz und gar tot sind, so werden sie doch auferstehen. Ein jeder Mensch wird, wenn er gestorben ist, wieder auferstehen. Das Chamäleon sagte, ja, ich will dahin gehen. Aber es ging langsam. Es ist ja seine Art, langsam zu gehen, und der Webervogel blieb bei Gott zurück. Aber das Chamäleon ging, und als es angekommen war, sagte es,
Mir ist gesagt worden. Mir ist gesagt worden. Mir ist gesagt worden. Aber es sagte nicht, was ihm gesagt worden war. Und der Webervogel sprach zu Gott, ich will ein wenig beiseite gehen. Er sprach zu ihm, geh. Doch der Webervogel, er ist ja ein Vogel, flog schnell und kam an, wo das Chamäleon sprach. Mir ist gesagt worden. Und wo es zu den Leuten redete. Aber alle Menschen waren dort zusammengekommen und hörten zu. Als nun der Webervogel angekommen war, sagte er, was ist uns gesagt worden? Uns ist doch gesagt worden, wenn die Menschen tot sind, werden sie vergehen wie die Wurzeln der Aloe. Aber das Chamäleon sagte, uns ist doch gesagt worden. Uns ist doch gesagt worden. Uns ist gesagt worden, wenn die Menschen tot sind, so werden sie wieder auferstehen. Aber die Elster sprach, der erste Spruch ist weise. Und sie gingen davon und kehrten zurück. So geschah's. Die Menschen aber sind alt geworden und gestorben, aber stehen nicht wieder auf. Ja, Kinders, weil man andere nicht ausreden lässt. Ganz einfach. Kathi, ich muss gähnen, wenn du das Chamäleon sprichst. Oh, dann solltest du mal nicht meine Schildkröteninterpretation bei Alice im Wunderland hören. Da habe ich übrigens gesungen. Und es hat niemand kommentiert, dass ich singe. Niemand. Okay, das war die Ursache des Todes. Ist ein super cooles Märchen gewesen, oder? Ich finde das so gut. Übrigens, du sprichst das Chamäleon einfach herrlich, Kathi. Danke, Sascha. Scary Buddha sagt, das war super. Kat nun sagt, die war toll. Ja, finde ich auch. Es gibt ein paar bitterböse Märchen. Es ist kein Zufall, dass ich heute mehrere dieser Märchen vorlese. Es gibt nämlich im größten Teil solche Märchen. Also so richtig Happy End haben wir heute nicht unbedingt. Und wir haben auch nicht so viel Moral oder so, sondern mehr lustige Unterhaltung, würde ich sagen. Okay, ihr werdet nämlich gleich wissen, was ich meine. Wenn ich das nächste Märchen vorlese. Es sind die meisten, wie gesagt, sehr, sehr, sehr kurz. Das ist jetzt auch sehr kurz gewesen, aber euch ist das nicht so vorgekommen, weil ich langsam geredet habe. Aber beim nächsten, da habt ihr die ungefähre normale Länge eines afrikanischen Märchens. Dieses Märchen habe ich ja ausgewählt, weil es, ja, doch sehr speziell ist. Oh, Ninja Doggy Style, vielen, vielen, vielen Dank. Hey, Kathi, das Chamäleon klingt wie das Faultier aus diesem Zoo-Film. Wollt fragen, wann die Ausserie weitergeht. Viele Grüße aus Berlin. Erstmal vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die Serie geht jetzt bald weiter. Ich habe die Texte markiert und ich muss sie nächste Woche an die Sprecher schicken. Und dann sage ich denen, Leute, ihr habt eine Woche Zeit. Schnell, macht das. Und dann brauche ich ungefähr 3 Tage, um alle Aufnahmen zu schneiden, weil es sehr viel Dialog ist und es wird wieder sehr viele Versprecher geben, sehr viele Effekte drauf und dann nehme ich meinen Teil auf. Also ich vermute so in 3 Wochen, da das Schneiden gerade von der Ausreihe und der Endtime-Reihe immer sehr lange dauert. Okay. Yoshi sagt, es hat sich keiner über deine Schildkröteninterpretation bei Alice im Wunderland beschwert, weil wirklich keiner deine Gesangseinlagen überlebt hat. Ja, ich weiß. Ist so. Deswegen sind auch die meisten meiner Videos, ich habe zwar fast 45.000 Abonnenten, aber ich habe nie so viele Aufrufe, weil die meisten es nach Alice einfach nicht weitergeschafft haben.
Das sind alles tote Abonnenten. Okay. Jetzt kommt ein interessantes Märchen, Imana und die kinderlose Frau. Und wir haben heute einige Märchen mit afrikanischen Namen. Ich wollte auch eins nehmen, wo extrem viele, da waren so viele drin, auch Begriffe und so, ich kann die nicht aussprechen. Vielleicht heißt es Imana, vielleicht heißt es Imana, vielleicht heißt es ja, ihr wisst, also ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber das ist jetzt egal. Imana und die kinderlose Frau. Es war einmal eine Frau, die war kinderlos. Eines Tages kam sie und sagte, ich komme, um Imana zu befragen. Sie kam und sprach, gib mir Bescheid. Imana fragte, was willst du? Ich möchte ein Kind haben, ich bin unfruchtbar. Imana sprach zu ihr, geh, wenn du einem kleinen Tier begegnest, so nimm es mit deinen Händen, heb es auf, habe keinen Widerwillen dagegen. Die Frau ging zu ihrer Schwester. Da spielten gerade deren Kinder im Lehm, kleine, unverständige Kinder. Eines kam und näherte sich der Frau. Die wies es ab und stieß es zurück mit den Worten, »Geh fort, mach mich nicht mit dem Lehm schmutzig!« Die Mutter nahm es an sich und reinigte es vom Lehm. Die Frau wartete vergeblich, ob sie ein Kind gebären würde in jenem Jahr. Der kehrte sie um zu Imana und fragte ihn, »Weshalb habe ich kein Kind bekommen?« Imana sagte, »Hast du das Tierchen, von dem ich dir sagte, nicht gesehen?« »Nein!« »Du hast es gesehen, aber hast es nicht mit deinen Händen angefasst.« »Ich habe keins gesehen.« »Höre, du gingst zu deiner Schwester. Da spielten gerade die Kinder im Lehm. Du wolltest von ihnen nichts wissen. Eines stießest du beiseite. Die Mutter war es, die es trotz seines Schmutzes voll Liebe aufhob.« Imana sprach, »Du wirst kein Kind bekommen. Die kinderliebe Frau wird Kinder gebären.« Jene Frau ging und gab die Hoffnung auf, Kinder zu gebären. Ja, es gibt mehrere Imana-Märchen. Das war eines, Imana und die kinderlose Frau. Das ist die normale Länge. Normalerweise sind die gar nicht so lang. Deswegen haben wir heute ein paar mehr, wundert euch nicht. Aber bevor ich jetzt weiterlese, bin ich gespannt, was ihr zu diesem Märchen sagt. Und kann jemand kurz Archi rufen? Archi? Ich brauche kurz eine Ablösung. Dann geht es nämlich gleich weiter. Mit, ganz interessant gleich, zwei Märchen, die vermutlich den gleichen Ursprung haben, sehr ähnlich sind, aber das Ende dann doch sehr verstörend ist, jeder auf seine eigene Weise. Also mit so einem Ende rechnen wir nicht. Wir haben Kannibalen dabei, also freut euch gleich. Aber erst warte ich auf Archi. Ich trinke einen Schluck Tee. Ich klicke mal ganz kurz auf den Straw Poll und gucke, wie die aktuelle Umfrage ist. Hi, ich gucke mal ganz kurz nach dem Ergebnis. Okay, 17 Leute sagen buddhistische Märchen. Ja, buddhistische Märchen. Und 13 Leute sagen Südseemärchen. Insgesamt haben 30 Leute gewotet. 57% sind für die buddhistischen Märchen. Ihr könnt noch abstimmen, was dann in 2 Wochen dran ist. Ich werde dazu auf jeden Fall noch viel mehr recherchieren, damit ihr dann auch ganz viel spannenden Hintergrund dazu habt, falls ihr da Lust drauf habt. Buddhismus. Noch könnt ihr Archie enttäuschen, sagt Kettenhund. Ey! Paracocktail, ich habe gerade... Ich habe Archie gerufen. Jetzt gucken die Nachbarn komisch. Ja. Also, ich bin natürlich auf beides gespannt. Ihr müsst aber bedenken, dass wir an dem Freitag davor japanische Geistersagen machen. Und vielleicht ist es euch ein bisschen zu sehr nah am Thema, wenn wir dann buddhistische Märchen machen. Oder ihr sagt, ach, wir machen das ganze Wochenende einfach in diese Richtung. Denn die japanischen Geistersagen berufen sich natürlich oder lehnen sich auch stark an den Buddhismus an. Also was ich gesehen habe, die Märchen, die du dir rausgesucht hast, hast du ja auch notiert. Ich bin neugierig. Ich kann immer nicht bis zum Stream warten. Ich habe nochmal nachgeguckt, ein paar Fachbegriffe, weil ich nichts mit anfangen kann. Du kennst wahrscheinlich aus dem FF. Und das ist ja fast alles Buddhismus gewesen.
So, deswegen, wenn ihr sagt, ja, wir haben auf eine doppelte Portion Bock, dann nehmt die buddhistischen Märchen. Wenn ihr sagt, ah, lieber was anderes, Südsee, machen wir Südsee. Ich bin mal ganz... Also, ich muss sagen, ich finde, ich kann auch reden, wenn du weg bist. Ja, hier, falls du Musik dabei hören willst. Dankeschön. Darf ich Death Metal anmachen? Nein. Schade. Ich bin in zwei... Jetzt, ihr habt zwei Minuten Zeit. Wer ist für Death Metal? Endlich sind wir unter uns. Also ich persönlich würde mich über buddhistische Märchen sehr freuen, einfach weil ich den Buddhismus und die vielen, vielen Ausprägungen des Buddhismus sehr spannend finde. Weil es gibt ja etliche Richtungen. Deswegen glaube ich, buddhistische Märchen unterscheiden sich nochmal von dem japanischen Buddhismus, einfach weil viele Richtungen in Japan gar nicht verbreitet sind oder gar nicht existieren. Deswegen ist Lani auch für Südsee und Death Metal zum Beispiel, sehe ich gerade. Horror Cocktail ist auch für Death Metal. Onkel Brody schreibt, tu es. Scary Buddha schreibt, er mag den Zen-Buddhismus ja am liebsten. Das wäre schon so ein Ding, den Zen-Buddhismus wird man in japanischen sagen, vermutlich. Ich weiß nicht, Katja hat das allein recherchiert. Wird man da wahrscheinlich nicht so finden, weil Zen-Buddhismus meines Wissens nur in China oder chinesischen Regionen verbreitet ist. Japan ist vom Shintoismus geprägt, schreibt Mavudo. Das ging schnell. Hat dir das Märchen eigentlich eben gefallen? Ich fand's tatsächlich sehr gut, wenn auch... Nee, eigentlich nicht mal böse. Ich fand's eigentlich wirklich in sich komplett gut. Ich würde es gar nicht kritisieren. Ich habe keine Kritik vorzubringen, aber ich komme immer noch nicht über den armen Löwen mit seinem Schweif hinweg. Okay. Zwei Wunder sagt, die Musik ist recht laut. Ich habe sie ein bisschen leiser jetzt gemacht. Es waren übrigens alle für Death Metal. Ja, das dachte ich mir. Eisengrau schreibt auch gerade. Okay. Das Chamäleon des Todes toppt es nicht. Wie hat dir das Märchen gefallen? Das fand ich unheimlich witzig und ich fühle mich sehr an Alice im Wunderland zurückerinnert. Radio Yoshiwara schreibt gerade, dass ich mich irre, was sehr gut sein kann. So gebildet bin ich da auch nicht. Falsch. Zen hat starke Wurzeln. Im Japan, glaube ich, steht da. Ich sehe nur bis Wurz. Ihr werdet es dann sehen. Ich werde natürlich ganz viel recherchieren. Dann wisst ihr das auch. So. Dann klären wir das ein für alle Mal. Geh zurück in die Wohnung und mach Sachen. Danke. Kannst du noch die Wäsche abhängen? Das gehört zu Sachen. Danke. Okay. Jetzt kommen wir zu den etwas noch seltsameren Märchen. Und zwar heißt das nächste Märchen die Geschichte von dem menschenfressenden Ungeheuer und dem Kinder. Und es wird das Märchen, das darauf folgt, sehr ähnlich sein, aber das Ende ist ganz anders. Deswegen lese ich direkt beide hintereinander vor, damit ihr einen schönen Vergleich habt. Wirst du auch an einem Sonntag auch mal ungarische Märchen vorlesen? Kann ich machen, habe ich auch da. Also müsste ich da haben. Okay. Archie der Hauself. Archie der traurige Hauself. Das ist total schön. Auch letztes Mal am Sonntag, als ich gestreamt habe, dann ich bin aus dem Stream rausgekommen, die ganze Wohnung roch nach Eukalyptus. Also man nennt mich auch Kati Koala in Fachkreisen. Die ganze Wohnung roch nach Eukalyptus und es war alles aufgeräumt. Es war alles fertig gemacht. Die Hunde waren draußen. Die Hunde haben schon Abendbrot gegessen und es war alles fertig. Ich war, als wäre ich tot und im Himmel. Ja, du hast ungarische Märchen da. Okay, also ungarische Märchen habe ich auch da, Chris. So, okay. Die Geschichte von dem menschenfressenden Ungeheuer und dem Kind. Und die Musik. Okay, die Musik. Es war einmal ein Ungeheuer, das von den Bewohnern des Landes, in dem es lebte, außerordentlich gefürchtet wurde, weil es hauptsächlich von Menschenfleisch lebte. Einmal hatte es viele Leute und viel Vieh aufgefressen, so viel, dass es dachte, es hätte sie alle vertilgt. Nur eine Frau hatte sich mit ihrem Kind in einer Höhle verborgen, und als das Ungeheuer abgezogen war, kam sie zurück in ihre Wohnung und sammelte all die Speise, die dort zurückgeblieben war. Und sie zog ihr Kind dort in der Höhle auf, bis es groß war. Und da sagte seine Mutter zu ihm,
Du, liebes Kind, geh ja nicht nach draußen, denn da ist das Ungeheuer, das alles Volk aufgefressen hat. Wir beide sind allein übrig geblieben. Und der Junge machte sich einen Bogen und Pfeile und sagte zu seiner Mutter, ich gehe hinaus, um mich etwas zu ergehen. Und trotz ihres Widerspruchs ging er hinaus nach draußen und schoss einen kleinen Vogel, brachte ihn zu seiner Mutter und sagte zu ihr, Mutter, hat der die Leute aufgefressen? Und die Mutter sagte zu ihm, nein. An einem anderen Tag ging er wieder aus und schoss einen kleinen Vogel und sagte, ist er dies? Und seine Mutter sagte, nein. An einem anderen Tag ging er wieder aus und schoss eine Gazelle und dachte, dies ist wohl der, die Leute aufgefressen hat. Und er trug sie zu seiner Mutter und sagte zu ihr, Mutter, ist dies der, der die Leute verzehrt hat? Und seine Mutter sagte, ach nein, mein Kind, das ist Speise. Bring es her, das wollen wir essen. Kurz Fuß hochlegen. Okay. Und er bekam allerlei Tiere aus dem Wald und fragte immer, ist es dies? Und immer hieß es, nein. Und die Mutter sagte zu ihrem Sohn, frage nicht immer nach diesem Ungeheuer, denn es hat alle Leute aufgezehrt und ich bin allein übrig geblieben. Ich mit dir zusammen. Wir sind die Einzigen in diesem Lande. Und der Sohn ging hin und suchte sich Pfeile und Speere und brachte sie oben in einen Baum und blieb da mit seiner Mutter. Und dann sagte er zu seiner Mutter, Mutter, ich rufe das Ungeheuer hierher und werde es töten. Und seine Mutter sagte zu ihm, mein liebes Kind, lass es doch, denn du bist ihm nicht gewachsen. Aber er sagte, ich rufe es. Und dann zündete er ein großes Feuer an der Spitze des Baumes an, und das Ungeheuer sah den Rauch und sagte, Ich dachte, ich hätte früher alle Leute aufgefressen, und nun sind sie doch noch da. Und das Kind sagte, ja, sie sind noch da und du kommst, um sie zu vernichten. Da ging das Ungeheuer hin und holte Äxte, um den Baum umzuhauen, auf dem der Knabe mit seiner Mutter saß. Als es dann ankam, sagte es, nun steig herunter oder ich haue den Baum ab. Da sagte der Junge, hau ihn nur ab. Und das Ungeheuer führte einen Hieb und der Knabe schoss nach ihm und es hieb wieder zu und der Knabe schoss wieder. Und da sagte das Ungeheuer, ach, was stechen doch die Bremsen! Und er traf ihn manches Mal, so dass er den Baum nicht abhauen konnte. Und das Ungeheuer wusste, dass es sterben müsste, und es rief den Knaben und sagte zu ihm, wenn ich tot bin, dann schneide diese meinem kleinen Finger ab. Dann wird all das Vieh aus eurem Lande wieder herauskommen. Und wenn du den Daumen abschneidest, dann werden alle Leute wieder herauskommen. Wenn du aber das Gesicht abschneidest, dann wird nur ein Mann herauskommen. Und dann, als das Ungeheuer gestorben war und der Knabe ihm die Finger abschnitt, da kamen all die Leute und all das Vieh heraus. Und dann schnitt er das Gesicht auf und es kam ein Mann heraus. All die Leute nun, die da herauskamen, gingen wieder in ihre Dörfer und blieben da. Und die Leute hielten Rat untereinander und sagten, was sollen wir mit dem Mann machen, der uns aus dem Leibe des Ungeheuers wieder hierher gebracht hat? Wir wollen ihn zum König machen. Und alle stimmten zu. Wir wollen ihn zum König machen. So wurde er ihr König. Aber der Mann, der aus dem Gesicht des Ungeheuers herausgekommen war, fing an und sagte zu den anderen, warum hast du mich aus dem Gesicht des Ungeheuers herausgenommen? Er muss mich wieder an die Stelle bringen, wo er mich hergeholt hat. Und die anderen redeten ihm zu und sagten zu ihm, wie kannst du so etwas sagen? Denkst du vielleicht, dass dir ein Schade geschehen ist, weil er uns aus dem Ungeheuer hierher gebracht hat? Und der König sagte, lass ihn nur, wenn dieser Mann zu Ende ist, bringe ich ihn wieder zurück, von wo er kam. Und der König pflanzte Tabak, denn er wusste, dass der Mann den Tabak liebte. Als dann der Tabak reif war, da ging der König hin, ihn zu bewachen.
Als es Mittag war, da kam der eine, der aus dem Gesicht des Ungeheuers hervorgegangen war, und pflückte ein Blatt vom Tabak ab und kaute es. Und der König sah ihn und sagte zu ihm: »Mein Freund, bring das Blatt wieder an die Stelle, wo du es hergenommen hast.« Und der sagte zu ihm: »Das kann ich nicht.« Da nahm der König ihn mit ins Dorf und rief die Männer zur Beratung zusammen und sagte: »Freunde, Männer, ich verlange, dass dieser Mann das Tabakblatt wieder an den Platz bringt, von dem er es genommen hat. Und dann will ich hingehen und will ihn wieder in das Gesicht des Ungeheuers setzen, von wo ich ihn hergenommen habe.« Der Mann sagte: »Ich bin nicht imstande, es zurückzubringen.« Und die anderen sagten zu ihm: »Wie kannst du denn sagen zu einem anderen, setze mich an die Stelle, wo du mich hergenommen hast, und du bist nicht imstande, das Blatt an die Stelle zu setzen, von der du es genommen hast?« Nun, so sprachen sie miteinander, und sie liebten einander, und der König verstand es, sich Achtung zu schaffen während seines ganzen Lebens. Das ist die eine Geschichte. Und ich gucke mal ganz kurz. Das ist ein Märchen von dem Volke der Maasai. Da gibt es ein tolles Buch, Die Weiße Maasai. Und gibt es auch als Film. Und dazu gibt es jetzt ein anderes Märchen. Kolomodumo. Oder anders ausgesprochen und betont, Archie hat ein gutes Sprachgefühl dafür. Das ist von dem Volke der Sotho. Und das ist, Sekunde, ich sag euch das, ein ganz anderer Bereich. Denn das erste, was wir gehört haben, das ist Ostafrika. Und das, das wir jetzt hören werden, ist Südostafrika. Und das ist halt ein Märchenmotiv, das gleich ähnlich ist, aber das Ende ist anders. Wir haben sowas auch bei uns mit unseren Märchen, die dann immer ähnlich sind und so. Wir haben auch männliche Aschenputtel. Und ja, ich weiß, dass wahrscheinlich diesen Schmuck, den der Mann auf dem Bild trägt, nicht den der Sotho entspricht, aber es tut mir leid, ich habe nichts Passenderes gefunden. Gut, so, ich muss jetzt gucken, welche Seite das ist. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall rausgesucht, weil sie sich sehr ähneln im Motiv und doch anders enden, und das war ganz interessant. Ihr werdet es gleich sehen. Gebt mir eine Minute. Gesundheit, Archie. Okay. Okay. Kolomodumo. Vor uralten Zeiten war auf Erden ein riesiges Ungeheuer. Das hatte eine Zunge, die war eine Meile lang, und einen Schwanz, der reichte bis ans Ende der Erde. Sein Leib war geschuppt wie der eines Krokodils, und sein Rachen war so schrecklich groß, dass es einen bespannten Ochsenwagen auf einmal verschlingen konnte. Das Scheusal hieß Kolomodumo. Es kroch hierhin und dahin und fing mit der Riesenzunge Menschen und Tiere und führte sie so damit dem geöffneten Rachen zu. So lange fuhr es damit fort, bis alle Menschen samt ihrem Vieh und allen Haustieren verschlungen waren. Alle Städte und Dörfer waren zu Ruinen geworden, Schakale heulten darauf und Schlangen hausten darin. Nur eine Frau war übrig geblieben. Die hatte sich im Wald tief im Dickicht versteckt. Der Kolomodumo konnte sie auch nicht verfolgen, er hatte zu viel gefressen. Die Frau war schwanger. Nach einiger Zeit gebar sie einen Sohn, und als sie den Knaben besah, fand es sich, dass es ein Wunderkind war. Er hatte gleich den Mund voll Zähne und konnte vom ersten Tag an sprechen. Als der Knabe größer wurde, zeigte er sich voll Verstand und Heldenmut. Aus Eisen schmiedete er sich allerlei Werkzeuge, darunter auch starke Speere und ein großes, zweischneidiges, haarscharfes Messer. Täglich kämpfte er gegen die wilden Tiere und beschützte seine Mutter, und auch die Löwen besiegte er, da er einen riesenstarken Arm hatte.
Er fürchtete sich vor nichts. Auf seinen Jagdzügen gelangte er auch zu den Ruinen der Menschenwohnung. Heimgekommen, fragte er seine Mutter, wer da gewohnt habe. Da erzählte sie ihm von dem furchtbaren Unglück, das über die Erde gekommen war. Sie warnte ihn eindringlich, ja nicht dem Kolomodumo nahe zu kommen. Doch der Knabe brannte vor Begierde, mit dem Ungeheuer zu kämpfen. Endlich konnte ihn die Mutter nicht mehr halten. Er zog aus, bewaffnet mit seinen Lanzen und seinem großen Messer, und suchte den Kolomodumo. Eines Tages fand er ein dickes schwarzes Etwas im Wege liegen, eine Meile lang. Es war die gefürchtete Zunge des Ungeheuers. Blitzschnell schwang er sein Messer und hieb sie mitten in zwei. Nun konnte ihn das Untier nicht mit der Zunge packen. Er ging weiter. Da lag der Kolomodumo wie ein großer, langgestreckter Berg. Mit aufgesperrtem Rachen schnappte er nach ihm. Der Knabe aber sprang zur Seite und warf dem Untier eine Lanze ins Auge. Der Bauch des Untiers war von den vielen Fressen dick aufgetrieben. Daher konnte es nicht gleich schnell herumwenden. Er warf die zweite Lanze in das andere Auge. Da war das Ungeheuer blind. Nun stach er darauf los, immer in den Kopf hinein, bis der Tod den Rachen des Tieres schloss. Er betastete jetzt den Bauch, um zu sehen, wo er ihn aufschneiden könnte. Schließlich setzte er das Messer an. Da hörte er drinnen ein Rind vor Schmerzen brüllen. Er stach an einer anderen Stelle hinein, da heulte ein Hund. Er probierte an einer dritten Stelle. Da schrie ein Mensch, »Lass sein, du verwundest mich!« Da wusste er nicht mehr, was er anfangen sollte. Schließlich dachte er, »Ach, wenn ich euch ein wenig verwunde, ich muss euch heraushelfen. Ich kann euch doch nicht hier im Tode lassen.« Gesagt, getan. Er schnitt den Bauch der Länge nach auf. Da kamen sie alle heraus, Mensch und Tiere. Nun strömten sie zurück in ihre verwüsteten Heimstätten und bauten sie wieder auf. Auch der Heldenknabe zog mit seiner Mutter zu ihnen. Eines Tages hielten die Menschen eine große Ratsversammlung. Die einen sagten, »Lasst uns den Knaben zum Könige machen.« Die anderen aber sagten, »Er hat uns mit seinem großen Messer so arg verwundet, wir sind ihm noch gram. Auch ist er kein Mensch wie wir. Er ist ein Hexenmeister. Auf, lasst uns ihn töten!« Die Mordbuben gewannen die Oberhand. Sie überfielen den Knaben und schlugen ihn tot. Doch als er starb, verließ er die Erde und ging zu den Göttern, wo er König wurde. Das war Kolomodumo. Ihr habt gesehen, es gab sehr, sehr, sehr ähnliche Motive, also die gleichen. Und ja, es gibt übrigens so einen Index für Märchenmotive, das ist der Arne Thomsen Index. Ich habe sogar die erweiterte Version von ATH. Ich weiß nicht, wie der dritte heißt. Auf jeden Fall haben die Märchenmotive gesammelt und alle Märchen, die es, also jedenfalls die europäischen, danach sortiert. Und nach diesem Index wurden auch die Märchen sortiert. Und ja, das ist ganz interessant. Mordbuben, sagt Scary Buddha. Okay, Brody sagt, das gefiel mir besser. Ja, das tat ich mir schon. Katzenöhrchen sagt, ohne den Jungen wären sie gestorben. Das stimmt. Das stimmt. Aber sie waren halt auch verwundet. Die waren noch sauer. Scary Buddha sagt, das kommt auch nicht an das Chamäleon des Todes ran. Ja, das stimmt. Okay. Wir haben jetzt noch zwei Märchen. Bevor wir die lesen, wollte ich euch noch eine ganz kurze Anekdote erzählen, weil ich die total toll fand. Und ich habe gesagt, ich erzähle sie heute, um einfach mich auch mal zu freuen. Ich kenne nämlich andere YouTuber, die zum Beispiel, als ich angefangen habe mit YouTube, habe ich jemanden kennengelernt, der hatte so 2000 Abonnenten und in der Creepypasta-Szene war das noch recht viel damals. Und dann hat der gesagt, er ist zur Arbeit gegangen und seine Arbeitskollegin hat seine Stimme erkannt und hört ihn immer und ist ein ganz großer Fan. Und ob die Geschichte wahr ist oder nicht,
Das müssen Sie jetzt entscheiden, liebe Zuhörer, oder haben unsere Schreiber sich da einen kleinen Streich erlaubt? Auf jeden Fall, ich wusste nicht, wie ich diese Geschichte bewerten soll und habe jetzt fast 45.000 Abonnenten und wurde noch nie irgendwo erkannt. Ich weiß auch, dass jemand, der deutlich weniger Abonnenten hat, auch mal erzählt hat, er wurde an der Uni anhand seiner Stimme erkannt, obwohl ich das mir auch nicht so vorstellen konnte. Weil es halt mir noch nie passiert ist und ich musste das mit meinen Erfahrungswerten vergleichen und deswegen habe ich nicht gedacht, so auch 40.000 Abonnenten sind jetzt nicht, da ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass dich jemand erkennt. Entweder von der Stimme her oder vom Optischen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einkaufen gehe, dass die Kassiererin sagt, oh mein Gott, sag mal, oder so. Ja, ich glaube nicht, dass das passiert. Das ist die Vorgeschichte. Auf jeden Fall haben wir Dead by Daylight gespielt. Und Archie und ich haben gespielt. Und ich glaube, es waren noch ein, zwei Mods dabei. Wir haben online gespielt. Und dann sagte nach dem Spiel der Killer zu mir, bist du die echte Kathy Winter? Und ich dachte, oh mein Gott, das ist jetzt mein Moment. Das ist der Tag, an dem ich nun auch seine Geschichte erzählen kann. Aber sie ist wirklich passiert. Denn ich habe übrigens überlebt in dieser Runde. Ja, wir haben den Killer gut ausgetrickst. Und es war kein Camper. Das muss ich nochmal loben. Keiner mag Camper. Auf jeden Fall ist der Killer dann am Ende auf unseren Server gekommen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Hat gesagt, er hört immer die Streams. Deswegen grüße ich den Dr. Heiter an dieser Stelle. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich mal erkannt wurde. Einmal hat einer gefragt, Kathy Winter, are you real? Aber dann konnte ich nicht mehr antworten und fragen, was ich meinte. Vielleicht, weil mein Outfit so auffällig war oder weil ich ewig nicht auf ready gedrückt habe. Deswegen, aber das, da habe ich mich sehr gefreut. Ja, das war mein Moment. Von daher, da fragte das Rotkäppchen, bist du die echte Kathy Winter? Ja, Scary Butter. Also für mich war das ein cooler Moment und das wollte ich nur mal so erzählen, als kleine Anekdote. Ich glaube nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, auch mit so vielen Abonnenten immer noch recht gering ist. Ich glaube nicht, dass auch wenn ich jeden Tag Vlogs machen würde, mit dieser Abonnentenzahl auf der Straße angesprochen werden würde. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist einfach noch, das funktioniert eigentlich nicht. Deswegen war es cool und da habe ich mich sehr gefreut. Also ob ich das dann möchte, ist ja eine andere Sache, aber das ist halt für mich nie realistisch gewesen. Gut, aber jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt zähle ich mich halt persönlich schon zu den B-Promis mindestens und brauche jetzt einen Pelz, eine Sonnenbrille und goldene Kreolen. Jetzt bin ich jemand. Mama, ich habe was aus meinem Leben gemacht. Okay, nein, da habe ich mich sehr gefreut, das wollte ich nur kurz erzählen und jetzt lesen wir weiter Märchen. Das nächste Märchen ist ein bisschen schwer auszusprechen, aber ich habe das mit Archie geübt. Shara John Joronjo. Deswegen nicht erschrecken, wenn ihr das liest. Die schöne Shara John Joronjo ist, und ich dachte mal, mein Name wäre schwer, ist er nicht. Shara John Joronjo ist schwer. Aber nur, wenn man es nicht weiß, wie man es ausspricht. Wenn man nur dieses Wort liest und nicht weiß, wie man es ausspricht, ist es wahrscheinlich schwerer. Okay, Big Brother mit Cardi B. Zeit fürs Dschungelcamp, ja. Cardi vor Dschungelcamp. Oh Gott, ich würde da so eingehen bei den Insekten. Okay. Aber jetzt lesen wir erstmal. Ein nicht sehr langes Märchen. Also die beiden, die wir jetzt gelesen haben, waren außergewöhnlich lang für afrikanische Märchen. Das jetzt wieder kurz und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Shara John Joronjo, würde ich jetzt sagen. Also würde Archie sagen. Okay. Horrorcocktail, sie klingen genau wie Kathy Winter. Ich bin Kathy Winter. Daher diese Ähnlichkeit. Ja. Okay. Die schöne Shara John Joronjo. Es war einmal eine Frau,
Die hatte eine sehr schöne Tochter. Alle Leute wurden gar nicht satt, sie anzusehen. Und sie wurde sehr gut gehalten. Das Dorf war groß und es waren viele Mädchen darin und darunter auch schöne Mädchen. Und sie jauchzte sehr. Und sie gingen hin, die Schlaflämmer zu weiden. Alle Leute aber, die sie sahen, fragten, wem gehört jenes schöne Kind? Und die anderen Mädchen sagten es ihnen. Dann fasste die Leute die Begierde, wenn sie vorübergingen, und sie wollten sie immer alle heiraten. Und sie brachten Eisenkugeln und verbrauchten zum Aufreihen der Kugeln die Leibriemen der Frauen. Eines Tages versammelten sich alle Mädchen in der Werft, darunter war auch jenes Kind, und ihr Name war Jara Joronjo. Und sie gingen zu den Schafhirten und fragten sie, »Nun, ihr Burschen, wir sind natürlich alle schön, aber welche ist nun die Schönste?« Und sie antworteten, »Freilich seid ihr alle schön, aber so viel dieser Mittelfinger länger ist als die anderen Finger, ist Jara John Joronjo schöner als ihr alle zusammen.« Und sie gingen zu den Rinderhirten und fragten sie, »Nun, ihr Burschen, wir sind natürlich alle schön, aber welche ist nun die Schönste?« Und sie antworteten, »Freilich seid ihr alle schön, aber Jara John Joronjo ist doppelt so schön wie Mbatsuwa und Rutangara-Uane.« Und Jara John Joronjo jubelte sehr. Und sie fragten alle Bärenpflücker, aber sie sagten dasselbe, was all die Jünglinge gesagt hatten. Und die Mädchen winkten einander zu und meinten, »Lass sie nur, morgen ist auch ein Tag.« Sie aber merkte Unheil. Als dann der andere Morgen angebrochen war, machte sie sich auf und kamen und riefen, »Komm, wir wollen spielen gehen!« Und sie sagte, »Seid mir nicht böse, ich habe Kopfschmerzen und kann nicht kommen.« »Bitte, wir wollen bei dir spielen, wir wollen etwas verstecken!« Und ihre Mutter meinte, »Was sagen deine Gespielinnen? Willst du nicht lieber doch aufstehen?« Da ging sie mit. Und sie gingen an den Fluss und setzten sich hin und sagten zu allen Kindern, »Setzt euch hin, wir wollen etwas verstecken.« Kurz Musik ist ausgegangen. Und alle sagten, »Nun sitzt alle still.« Aber Jara John Joronjo hatte eine jüngere Schwester und eine Freundin. Und ihre jüngere Schwester war wahrscheinlich im Dorf. Und sie hatte eine Dienerin bei sich. Und die Mädchen sagten, »Jara John Joronjo, setz dich zu uns!« Und sie setzten sich nieder. Anfangs trieben sie es harmlos, aber dann setzte sich ihr ein Kind auf die Herzgrube und sie sagte, »Kind, du tötest mich!« Und sie hörte nicht darauf. Die Dienerin und die Freundin riefen, »Was ist das? Ihr wollt nicht hören, ihr tut es absichtlich!« Aber das Mädchen blieb auf der Herzgrube sitzen und riss die Spitze des Magens ab, dass sie starb. Und sie verscharrten sie in der Erde. Aber die Dienerin und die Freundin weinten und sagten, ihr könnt es gar nicht zu Hause sagen. Und als sie ins Dorf kamen, fragten die Leute und sie sagten, das Mädchen, das Kopfweh hatte, das ist schon vor einer Weile nach Hause gegangen. Und sie sagten, hierher ist sie nicht gekommen. Und sie gingen hin und suchten und fanden sie nicht. Und sie fragten die Dienerin, aber sie wollte nicht reden und sie suchten sehr. Und eines Tages fragten sie die Reisenden, »Habt ihr vielleicht irgendwo einen Leichnam gesehen?« »Ach nein, wir haben nichts gesehen, wir haben nur ein sehr schönes Kind gesehen. Den Leichnam sahen wir da unten am Fluss.« Und sie gingen hin, und die Mutter ging mit und sagte, »Mein schönes Kind, jetzt müssen die Frauen die Schmuckriemen ablegen. Was geschieht doch da unten an den Flüssen?« Und sie weinte den ganzen Weg, und sie kamen zu dem Leichnam, und sie nahm ihn auf den Rücken, und dann ging sie damit hin und weinte, und sie begruben sie. Ja, ganz genau, an dieser Stelle endet das Märchen. Jara John Joronjo. Märchen, Leute, das sind Märchen. Und es gibt natürlich auch noch eine Menge Tiermärchen, aber glaubt mir, die sind noch weirder. Und ich habe die nüchtern gelesen und ich habe wirklich nicht, ich habe die Handlung, den Handlungsstrang verloren. Deswegen habe ich heute ein paar gesucht, denen man noch folgen kann. Und ja,
Das war eines davon. Und ich glaube, vieles wäre logischer, wenn die Übersetzung besser wäre. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Sascha sagt Zickenkrieg, wie er im Buche steht. Aber hallo. Sascha sagt, kommt das nur mir so vor oder war es das längste? Nee, wir haben schon längere heute gelesen. Die mit dem Menschenfresser-Ungeheuer, die waren länger. Und das erste war auch sehr lang. Katzenöhrchen sagt, Eifersucht ist so böse. Das stimmt. Das lässt so einige Menschen die Menschlichkeit vergessen. Gut, kommen wir zu dem letzten Märchen. Ich muss nur gucken, welche Seite das ist. Ich habe mir keine Klebezettel gemacht. Das kommt auch aus Südostafrika. Ich habe diesmal leider kein Foto für euch, keinen ausgiebigen Hintergrund zu diesen Märchen. Und das tut mir auch leid. Das war bei den afrikanischen Märchen, bei den altägyptischen Märchen irgendwie einfacher, den ganzen Hintergrund dort rauszufinden. Und ich vermute, dass der Autor, der dieses Buch herausgebracht hat, der Herausgeber sich vielleicht nicht ganz so intensiv damit beschäftigt hat und mehr auf Quantität als auf Qualität gelegt hat, denn wie gesagt, die Übersetzungen sind auch nicht so gut und er hat eben nicht so viel Anmerkung dazu gegeben, sondern einfach nur gesammelt, abgedruckt, zack, fertig. So, das hatten wir, dann ist es das. Sabulana, die Freundin der Götter. Vielleicht heißt sie Sabulana, vielleicht heißt sie Sabulana, vielleicht Sabulana, die Freundin der Götter. Übrigens ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Ich finde es sehr schön, auch das Mädchen davor, das war sehr schön. Okay. Gut. Also Mord sagt, du weißt doch, Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ja, ganz genau. Okay. Sabulana, die Freundin der Götter. Die Leute von Machaquen pflegten den Sumpf und die Hügel zu beackern. Ihre Felder brachten viele Jahre lang im Überfluss Ertrag, aber niemals brachten sie ihren Göttern ein Opfer dar. Und wieder in einem Jahr ackerten sie und pflanzten, aber nichts wuchs. Hungersnot brach aus, weil nichts wuchs. Da zogen sie fort, siedelten sich auf dem Hügel an und säten dort allerhand. Aber auch da wollte nichts wachsen. Da nahmen die Männer des Landes eines schönen Tages ihre Hunde und gingen auf die Jagd. Sie stöberten mehrere Feldtiere auf. Die Hunde verfolgten sie und sie flüchteten in die Sümpfe. Die Jäger machten sich an die Verfolgung und als sie ankamen, bemerkten sie, dass das, was sie früher gepflanzt hatten, jetzt gewachsen war. Aber als sie nun ein Zuckerrohr abbrechen wollten, um es auszusaugen, ließ es sich nicht abbrechen. Sie versuchten, eine Kartoffel auszureißen, um hineinzubeißen, unmöglich. Sie wollten Bananen pflücken, die aber ließen nicht los. Da traten aus dem nächsten Wald die Götter heraus und verjagten sie. Zuerst fielen sie über den Häuptling her, sprangen dann auf seinen Ratgeber los, dann auf all seine anderen Untertanen. Da flohen sie alle. Die Götter riefen ihnen zu: Wer hat euch die Erlaubnis gegeben, hierher zu kommen und hier herumzuwühlen, Zuckerrohr abzubrechen und Kartoffeln auszureißen? Hütet euch heute, wir halten euch fest. Die Leute rannten, brachten sich gegenseitig zu Fall, ohne es zu wollen, und stürzten kopfüber hin. Sie kamen zu Hause an und erzählten, was ihnen geschehen war. Dann gingen sie schlafen. Am anderen Morgen bei Tagesanbruch ließen die Frauen ihren Weckruf ertönen, indem sie sich gegen die Lippen schlugen. Ach Gott, ich muss das jetzt machen, es tut mir so leid. Und sagten, lasst uns zum trockenen Holz gehen. Sie kamen auf das Feld, an den Ort, wo vertrocknete Bäume standen, und sammelten Äste, um sie zusammenzubündeln. Sie nahmen Schnüre, breiteten sie auf der Erde aus und häuften das Holz darüber.
Dann fingen sie an, noch kleine Zweige zu suchen, um ihre Schnüre recht straff anzuziehen, indem sie sie drehten, sodass ihre Bündel gut befestigt waren. Die Älteste wollte diese kleinen Zweige brechen und kam an einen Baum, von dem etwas Wasserähnliches herunterfloss. Es tropfte auf ihre Hand. Sie sagte, »Halt! Was für eine Flüssigkeit kommt denn hier herunter?« Sie kostete. Es war Honig. Sie sagte bei sich, »Woher kommt dieser Honig?« Sie sah an dem Baumstamm in die Höhe. Er war üppig gewachsen, dicht belaubt, und da entdeckte sie wirklich in einem Loch Honigwaben. Sie griff hinein. Da brach ihre Hand ab und blieb oben kleben. Sie schwieg, versteckte ihren verstümmelten Arm und rief eine andere Frau, zu der sie sagte, »Du, komm doch einmal her und schneide einige kleine Stöcke hier ab, dann können wir zusammen nach Hause zurückkehren.« Die andere kam. »Ich habe dich gerufen«, sagte die Alte, »weil auf diesem Baum Honig ist.« Shiva und Leckerbellen. Für alle, die Stream-Bingo machen und Shiva und Leckerbellen haben, ihr könnt jetzt abhacken. »Siehst du ihn?« Die junge Frau fasste mit der Hand hinein, aber als sie davon nehmen wollte, brach ihre Hand ab. Sie schrie, »Oh, oh, was für ein Unglück!« »Schweig«, erwiderte die Alte, »sieh mich an, mir ist es gerade so ergangen.« Dann riefen sie die anderen Frauen. Eine nach der anderen fasste mit der Hand hinein, alle Hände brachen ab. Nur ein junges Mädchen mit Namen Sabulana oder Sabulana war noch übrig. Sie riefen sie, aber sie weigerte sich zu kommen. »Meint ihr, ich wüsste nicht, dass ihr beim Waldschratter seid? Vorwärts! Ich werde euch eure Bündel zusammenschnüren und sie euch auf den Kopf geben. Und dann können wir gehen.« So geschah es denn. Sie trug ebenfalls ihr Holz und unterwegs begann sie, »Oh, oh, oh, diese Verstümmelten, diese Verstümmelten!« Im Dorfe angekommen, sang sie noch, »Diese Verstümmelten, diese Verstümmelten!« Dies ist nun ein Lied gewesen, das ich nicht gesungen habe. Also, nicht wundern, es ist ein Singmärchen wieder. »Was bedeutet das, was du da singst, diese Verstümmelten?« Sie antwortete, »Seht euch doch eure Frauen an, die sind in einem schönen Zustand, da sie keine Hände mehr haben. Da sie keine Hände mehr haben, lasst sie in einer Hütte zusammenschlafen und ihr könnt die ganze Nacht unausgesetzt die Zauberwürfel werfen.« Nun bezeichneten die Zauberwürfel gerade Sabulana als die, die ins heilige Holz gehen sollte, um zu opfern. Ihre Mutter wehrte sich dagegen und sagte, »Gibt es nicht genug andere Erwachsene, die sich dieser Aufgabe unterziehen könnten?« Aber Sabulana sagte, »Lass nur, Mutter.« Als der Tag anbrach, versammelten sich die Leute des Landes ganz früh und gingen in den heiligen Wald. Sie setzten sich draußen davor hin und wagten nicht, hineinzugehen. Nur Sabulana drang hinein und fand alle Götter versammelt. Sie gaben ihr einen Sitz, darauf nahm sie Platz. Sie begrüßten sie, sie erwiderte den Gruß. Sie sagten zu ihr, »Wie kommt es, dass du es wagst, hierher zu kommen, während die gereiften Männer Furcht haben? Sage uns, was du willst.« Sie antwortete, also singend, »Ich bin Sabulana, ich bin Sabulana, Tochter der Steppe, ich bin die Tochter der Steppe, ich bin Sabulana, Sabulana.« Auch das war jetzt gesungen. Darauf sagte der eine Gott zu seinem Gefährten, »Sag einmal, weißt du noch, was sie eben gesungen hat?« Der andere sagte, »Potztausend, nein, ich habe es vergessen.« Und alle fügten hinzu, »Ich habe es auch vergessen.« Sie baten sie von Neuem anzufangen und sie sang wieder, »Ich bin Sabulana, die Tochter der Steppe.« Darauf nahmen sie Mais und alle Erzeugnisse des Sumpfes, Kürbisse, Reis und alle Arten Reichtümer und gaben sie ihr. Die Götter riefen ihre Kinder, dass sie diese Schätze von dem Wald hinaustragen sollten, denn die Männer hatten nicht gewagt, hineinzukommen. Und sie sagten zu dem jungen Mädchen, »Sage deinen Leuten, dass dies alles im Dorf verteilen sollten.« Sie trat aus dem Wald heraus und befahl den Leuten, ihr zu helfen. Sie gehorchten, und darauf bekamen alle Frauen ihre Hände wieder. Sabulana kehrte in den heiligen Wald zurück.
Die Götter sagten, erkläre deinem Volk, dass sie gesündigt haben, weil sie die Felder bebaut und geerntet haben, ohne uns Ehrerbietung zu beweisen. Aber jetzt mögen sie mit Körben und Säcken kommen, um Vorräte einzusammeln. Jeder so viel, wie sein Kopf tragen kann. Denn jetzt sind wir glücklich, dass sie wieder zu uns beten. Eines Tages drangen sie wieder in den Wald ein. Sie sagten zu ihr, tue ihnen noch kund, dass wir erzürnt sind auf unsere Kinder, weil sie aßen und uns nichts opferten. Wer meinst du hinderte den Mais am Wachsen? Das kommt, weil ihr so oft gesündigt habt. Und ebenso, als ihr zum Jagen kamt und die Hunde die wilden Tiere bis in den Sumpf verfolgten. Wie habt ihr es wagen können, die Erzeugnisse der Felder aufzusammeln und darin mit den Händen herumzuwühlen? Sie ging und teilte ihnen alles mit. Sabulana war die Tochter eines kleinen Häuptlings. Sie war aus königlicher Familie. Nun gab man ihr und ihrer Mutter die Königswürde über das ganze Land. Das ist das Ende. Stimmt, wir hatten nur zwei Märchen, wo am Ende steht, das ist das Ende. Aber es steht eigentlich bei fast allen Märchen, dass das das Ende ist, damit ihr mal wisst, dass das das Ende ist. Ja, das ist Sabulana, die Freundin der Göttin. Da ging es weniger um die Handlung, sondern eher um die Person. Und ich vermute, ich als große Märchenforscherin, dass Sabulana wahrscheinlich in mehreren Märchen vorkommt und Erzählungen und wahrscheinlich etwas mystifiziert wird. Und dass das für uns jetzt gerade so ein bisschen war, aber wahrscheinlich ergibt das voll Sinn. Das vermute ich und so ist es bei vielen Dingen aus diesen Märchen. Wie gesagt, ich glaube, dass der Herausgeber, man hat halt auch gemerkt, es sind verschiedene Quellen, weil der Stil teilweise sehr fehlerhaft ist und manchmal doch verständlich. Und man merkt es halt auch schon, wie es geschrieben ist, dass es ganz unterschiedliche Quellen hat. Und der Herausgeber sich wenig Mühe gemacht hat, dort mehr zu forschen. Und ich glaube, ich habe heute mehr zusammengetragen über afrikanische Märchen, als der Herausgeber es gemacht hat. Ich habe so gut wie gar nichts in diesem Buch in Anmerkungen gefunden. Ich bin es sonst gewohnt, dass es ein Vorwort gibt, dass es dort sehr ausführliche Quellennachweise gibt und deswegen haben wir uns heute auf den Inhalt der Märchen konzentriert, die, ich denke mal, euch sehr gefallen haben. Creepy König sagt, cooles Märchen, Kati. Das freut mich. Sascha sagt, du hast bestimmt recht. Ja, ich denke auch. Mina sagt, mir brechen auch ständig die Hände ab. Das ist etwas, was ich wirklich gut finde. Es gibt ein großes Forschungsfeld in der Märchenforschung, nämlich das Wundern in Märchen. Der Held wundert sich nämlich nicht, beispielsweise in europäischen Märchen, über sprechende Tiere. Das gibt es eigentlich nicht. Oder dass bestimmte magische Dinge einfach passieren, da wird sich nicht darüber gewundert. Und hier haben wir ganz andere Dinge, über die sich dort nicht gewundert wird. Da brechen alle Hände ab. Und am Ende ist es sogar zum Vorteil fürs ganze Dorf. So, da verwandelt sich das ganze Dorf in Schafe, wie ihr vorhin gehört habt. Da wundert sich keiner, dass das Chamäleon sprechen kann und eine Botschaft von dem großen Gott gibt. Und wie ihr auch gemerkt habt, es gibt mal einen Gott, mal mehrere. Ich vermute, wir haben dort europäische Einflüsse, dass es vielleicht auch mehrere Götter waren und dann daraus der Gott gemacht wurde. Creepypasta Punch, hi! Sagt leider nur das Letzte mitbekommen, sonst sehr gut. Du kannst dir den Stream später nochmal anhören. Ich lade ihn auch wieder hoch auf YouTube. Das ist, es lohnt sich. Gerade die ersten paar sind ja spannend gewesen. Nein, mir hat es gut gefallen und mir macht es total Spaß, diese Märchen aus den anderen Ländern rauszusuchen, ein bisschen zu forschen, euch Dinge darüber zu erzählen, Fun Facts zu bringen und ich glaube, ihr habt da auch Spaß. Und deswegen machen wir in 2 Wochen, wie gesagt, morgen gibt es keinen Geburtstagsstream. Der Geburtstagsstream ist am Freitag. Auch wenn ich morgen Geburtstag habe, ist er am Freitag. Archie hat gesagt, dort findet ein Stream statt, aber kein Friday, sondern ein Geburtstagsstream. Und
Am Sonntag darauf bin ich bei meinen Eltern, da werde ich also nicht streamen. Aber in der Woche darauf haben wir japanische Geistersagen. Und am Sonntag haben wir nochmal einen Märchenstream. Und ich sehe gerade die Auswertung. 32 Leute haben abgestimmt. Ihr könnt jetzt noch abstimmen, ganz schnell. Und ich sehe aber schon 17 zu 15, 53% sagen buddhistische Märchen. Also es könnten jetzt noch 3 Leute für Südseemärchen stimmen und das ändern. Ansonsten machen wir wirklich ein fernöstliches Wochenende. Freitag die asiatischen Geistersagen, japanischen Geistersagen und Sonntag buddhistische Märchen. Vielleicht ist euch gerade ein bisschen nach Tiefgang und nicht nach Sonne, Meer und Strand. Okay. Yu sagt, auf die Geistersagen freue ich mich sehr. Ich freue mich da auch drauf. Es wird super. Das wird ein super geiler Stream. Und vielleicht wird dieser Stream eher auf YouTube gestreamt als hier. Und gucken. Es weiß nicht. Jetzt sagen viele Leute, mach mal auf YouTube. Vielleicht machen wir das mal. Testweise. Irgendwann demnächst. Ja. Südseemärchen wären toll. Ja, das stimmt. Kathi, wo kann ich dir eine Mail hinschicken? kontakt@kathiwinter.de. Das ist die einfachste. Okay. Ja, morgen ist nicht so viel geplant. Oh mein Gott, Green Mousy! Willkommen im Kreis der Irren. Vielen Dank für dein Twitch-Abo. Wer mich auch unterstützen möchte, kann zum Beispiel ein Twitch-Abo abschließen. Für unbegrenzte Zahl. Oder auch Patron werden. Das wäre nämlich das Effektivste. Oder donaten. Ah, vielen Dank, Green Mousy. Dankeschön dafür. Okay. Skynet. Steckt den Kreis da wahnsinnig auf. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das sind verschiedene Stufen und dann gibt es verschiedene GIFs. Wo die beiden gerade wohl hingehen. Und dieser Blick. Okay. Danke, danke schön. Gut, ich gucke jetzt aber mal aufs Endergebnis. Dann weiß ich schon, was ich vorbereiten soll. 18 zu 17, oh Gott. 18 sagen buddhistisches Märchen, buddhistische Märchen, 17 sagen Südseemärchen. Ganz knapp. Gucken weiter. Okay. Katzenöchen sagt, wie lange dauert das Buch, bis das hier ist? Ich drehe bald durch, mag es so gern lesen. Wo hast du bestellt? Wenn du eine signierte Version hast, dann müsste sie schon längst bei dir sein, weil ich die letzten signierten Sachen letzte Woche irgendwann losgeschickt habe. Am Mittwoch oder so? Wenn du keine signierte Ausgabe hast, dann habe ich keinen Einfluss darauf. Ich schicke nichts weg dann. Nur die signierten. Die kommen von mir. Okay. Es ist aber nichts verloren. Wenn heute die Entscheidung gegen Südseemärchen ist, dann können die aber jederzeit wiederkommen. Und wir haben noch so viele Streams. Und ich würde natürlich am liebsten jede Woche einen Märchenstream machen, aber ich weiß, dass einige das vielleicht doof finden. Deswegen machen wir ab und zu mal was und dann gebe ich euch so 2, 3 Richtungen und dann könnt ihr daraus was aussuchen. Okay. Letzte Woche gewonnen, dann Kittenhund. Das ist schon längst weg. Katzenöhrchen. Archi, kannst du mal kurz kommen und mir sagen, wann wir die Bücher weggeschickt haben? Archi. Archi wird dir das gleich bestätigen können, denn der hat die losgeschickt. Also ich habe sie fertig gemacht und sie losgeschickt. Dienstag oder so? Weiß ich nicht. Okay, aber wir kriegen das hin. Am besten, Archie schreibt doch direkt nochmal mit dir und klärt das nochmal. Und wir machen nochmal Adressenabgleich zur Not, wenn, keine Ahnung, bis nächste Woche nichts da ist. Erinnerst du dich der Grundstückstermin? Ja. Das war Montagnachmittag. Ja. Da haben wir die alle, also du hast die Päckchen fertig gemacht und ich habe sie rausgeschickt. Ja. Punkt. Da müsste es aber schon längst da sein. Leider noch nicht da, schreibt sie. Das war, achso nee, es war diesen Montag, das war vor 5 Tagen. Oder 6. Heute ist Sonntag. Ja. Aber es müsste schon längst da sein. Müsste es, ja. Kannst du... Moment, wir haben... Das war je ein Buch drin, ne? Ja.
Wir schicken das als Büchersendung raus, explizit. Ich weiß nicht, ob das potenziell länger dauern kann als normale Warensendung. Also, Katzenöhrchen, wir machen es so. Wenn jetzt bis Dienstagabend nichts da ist, dann schreib bitte mal Archie direkt eine Nachricht oder kontaktet Kathi Winter, das ist auch safe. Wenn du jetzt über Insta oder so nicht schreiben willst, kannst du auch direkt da. Dann klären wir das nochmal. Archie nickt. Kriege ich raus. Okay. Wann gibt es eigentlich mal wieder Wintertales? Ja, das sollten wir jetzt auch bald machen. Wir schauen mal. Wir können ja erstmal einen Wintertales machen mit Sachen, die ohne spezifisches Thema eingereicht wurden. Ja, ja. Deine Geschichte dann. Wintertales genau, ist ja deine, Motto. Ja, ich habe das alles unter dem Oberbegriff Wintertales. Okay, das machen wir. Aber im nächsten Almtagebuch machen wir nochmal Märchen. Nachtschatten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, ihr seid alle genau. So toll heute. Ja, heute ist echt toll. Also ihr seid auch sonst. Ihr seid immer toll. Wir können euch sonst auch leiden. Aber jetzt eben noch ein bisschen mehr. Dankeschön. Wer sagt, dass man sich Liebe nicht kaufen kann, lügt. Yes. Alter, Manche, du machst es nur noch peinlicher. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Danke. Ich bin für diesen Cringe zwischendurch zuständig. Das ist mein Metier, das ist meine Aufgabe. Mina Meer sagt, ich habe Koma gelesen, danach sofort das Hörbuch gehört. Wirklich großartig, das freut mich. Dankeschön. Oh mein Gott, es wird bald so viele tolle neue Hörbücher geben. Ich darf ja gar nichts sagen, aber es wird so viel bald Neues geben, oh mein Gott. Willst du spoilern? Also wir haben letzte Nacht eine E-Mail bekommen von einem ganz neuen Hörbuchverlag. Das kann ich sagen. Der findet mich ein bisschen geil. Und dann gibt es noch einen anderen Hörbuchverlag, der auch gerade mir schon Sachen geschickt hat, die ich jetzt bald ansprechen soll, wenn ich wieder fit bin. Und dann gibt es vielleicht eine große Fusion. Okay, du hast gerade von drei Sachen erzählt, wovon ich nur von einem sicher weiß, was du meinst. Gucke das da. Welches dieser drei genannten Sachen war das? Das zweite. Das dritte? Das hängt damit zusammen, aber mit anderen Rechten. Ach so. Sag ich dir später. Okay. Ich meinte was komplett anderes, aber okay. Ja, du meintest das, was du mir vorhin gesagt hast. Ja. Ja, das ist auch noch geil. Oh mein Gott, das kommt so viel. Weil das eigentlich das Einzige ist, was wir sicher haben. Das haben wir auch sicher. Ja, aber das hast du noch keinen Termin. Oder sonst ja, irgendwas. Ich soll es jetzt mal schnell machen. Kitsuna, Dankeschön, wir haben das Donation-Ziel erreicht. Ah, viel Spaß mit dem neuen Monitor. Dankeschön. Danke, Kitsuna. Mann, dann kann ich den gleich heute Abend direkt bestellen. Das ist so einfach besser, wenn ich einen größeren Monitor in der Kabine habe. Ich muss nicht die ganze Zeit scrollen, alle 10 Sekunden und dann einen Cut setzen, weil ich einen Brummen drauf habe und ich kann einfach mehr Text gleichzeitig sehen und lesen. Mehrere Worte gleichzeitig. Ihr seid wirklich alle super. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Mina sagt, mit Finn habe ich Bouillon gehört. Wir sind durch. Finn war auch sehr begeistert. Das hat mich mega gefreut. Ah, das ist schön. Ja, deine Geschichte wäre cool, sagt Creepy Queen. Ich habe nämlich auch eine eingereicht. Ja, einigen juckt es wahrscheinlich echt gerade schon wie an den Fingern. Wir machen Folgendes. Ich bereite das vor, dass wir im nächsten Stream schon mal wieder ein Thema haben für Winter Tales und ich lese in der Woche darauf aber erstmal normale Geschichten vor und ihr könnt dann wieder Winter Tales einreichen. Das klingt gut. Und danach machen wir wieder Märchenstream. Das ist fast schon wieder Weihnachten. Oh, Gott sei Dank. Was? Okay, gut. Ja, wir haben in einer Stunde Mod-Konferenz an die Moderatoren. Einige haben sich ja entschuldigt. Wie viele? Also Tapsi kann, glaube ich, nicht. Nee, okay, brauchst keinen Namen jetzt. Du hast gefragt. Okay, gut. Horror-Cocktail. Ich fand Koma auch toll. Die Ich-Perspektive im Präsens mag ich eigentlich nicht so sehr, aber bei Koma ist sie auch unbedingt notwendig. Dankeschön. Darf ich kurz eingrätschen? Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für das ganze tolle Feedback. Ich würde euch alle, die ihr ein Feedback habt zu Koma und auch Brouillard, für die, die es jetzt kürzlich erst gelesen haben, würde ich bitten, egal wo ihr es gekauft habt, sei es auf Etsy in ihrem Shop oder vor allem, da ist noch wichtiger, auf, wie heißt das Amazon Hörbuchprogramm? Audible, ach, da ist es aber noch gar doch, nicht. Doch, Voyeur schon, Koma ja. Bald, genau, ja. Und auf Amazon, wer dort die Buchversion gekauft hat, bitte, bitte, bitte dort Rezensionen schreiben. Das ist ganz wichtig. Und 5 Sterne geben oder 10, wenn es 10 gibt oder 8, wenn es, also ihr wisst, volle Punkte.
Das ist überhaupt gar keine Beeinflussung, aber es wäre super. Kennt ihr das, wenn ihr Menschen habt, die euch grundsätzlich in jedem Satz unterhalten? Lalala. Okay. Es geht wirklich darum, dass einfach mehr Leute das auch sehen und dass einfach mehr Leute kartifiziert werden. Kartifiziert? Was ist los? Ganz genau. Der Cringe ist real. Okay, ich würde mich freuen, wenn ihr das einfach macht. Das unterstützt einfach mich dabei, andere von mir auch noch zu überzeugen und gibt mir eine Chance, mehr Leute zu erreichen. So. Ja. Da Glücker sagt, ich muss noch bestellen. Ich mache nachher gleich. Ja, dann mach das. Okay. Gut, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ob da nochmal Leute was zu schreiben. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, jederzeit auf Discord ein Feedback geben. Ich freue mich über jedes Feedback. Ihr könnt auch was Negatives sagen. Ich überlebe das. Ich habe auch auf Amazon gelesen, dass jemand das Ende jetzt doof fand und sich ein anderes gewünscht hätte. Oder einer hat auch geschrieben, es war nicht mein Wunschende. Aber so ist das manchmal. Damit kann ich auch gut leben. Ich persönlich finde das Ende sehr gut, es war ein bisschen länger, aber es passiert jetzt nichts mehr. Es gab nur noch ein Abschlusswort und das ist rausgenommen worden. Und jetzt finde ich es einfach passend. Ich finde es sehr, sehr schön geworden, das Ende. War sehr zufrieden mit dem Ende, oder? Doch? Ich absolut, du kennst meine Meinung. Okay. Mina Meer sagt, ich betreibe sehr viel Mundpropaganda. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, so. Für heute machen wir jetzt erstmal Feierabend. Heute ist Poe auf meinem Kanal angekommen. Die längliche Kiste. Sehr mysteriöse Kurzgeschichte. Ja, ich habe länger gebraucht. Danke fürs Spoilern des Endes. Was? Jetzt hast du das? Kiste. Ich freue mich auf jeden Fall. Am Freitag ist der Geburtstagsstream. Bitte kommt und lasst mich nicht alleine mich traurig betrinken mit einer einsamen Kerze in der Dunkelheit, einem schiefen Hut und einem traurigen... So, kommt, bitte. Wir haben mindestens einen Elefanten und ich weiß nicht, ob er gute Laune hat. Ja, so, die Geburtstagsparty ist total kaputt gegangen wegen eines Rechtschreibfehlers. Es gibt Tote. Es hätte Torte heißen müssen. Und deswegen kam keiner. Okay, der war schlecht. Auf jeden Fall. Eigentlich war der ziemlich gut. Kommt am Freitag zum Geburtstagsstream. Ihr könnt auch morgen natürlich so mir gratulieren, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst nicht. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf den Freitagsstream. Ich bin sehr gespannt, was du da gemacht hast. Nicht ich, sondern wir. Da machen vor allem die anderen extrem viel. Weil ich ja ständig dich habe, die mir auf die Finger guckt. Und deswegen wirklich wir, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich extrem viel Mühe geben und es wird, denke ich, wirklich toll werden. Hija sagt, danke für die Etsy-Lieferung, hat mir einen Tag gerettet. Dein Geschenk wird sich leider verspäten. Och Hija, du bist so süß. Auf jeden Fall hat Hija im Etsy-Shop Dinge bestellt, Kati-Merch. Sind die Tassen schon on? Es gibt übrigens, genau, seit ein paar Tagen die Kati-Winter-Tassen. Soll ich schnell holen? Die Kameras aus. Ach so. Es gibt jetzt auch Tassen. Ich wollte euch die Tasse vors Mikrofon halten und dagegen klimpern. Okay, nein. Hija, kein Problem. Okay, mir sagt, das wird wahnsinnig gut, wenn du was ausrast. Oh Gott, jetzt kriege ich Angst. Wenn Akemi drei Ausrufezeichen benutzt. Ja, normalerweise ist es schon schlimm, wenn sie zwei benutzt, aber ein drittes ist ja fast schon Apokalypse. Das ist ja Armageddon. Ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ja genau, die Kati Wintertassen sind jetzt im Shop, im Etsy-Shop zu kaufen. Sind erstmal noch nicht so viele, gibt zwei Motive, Koma und Voyeur. Aber es kommen coole und es kommen noch neue Formen. Greift zu. Wirklich, die sind richtig cool, die haben auch richtig gute Qualität. Und sie sind limitiert. Genau. Das ist erstmal nur ein Test, ob überhaupt jemand Heißgetränke mag. Und enttäuscht mich bitte nicht, denn jeder, der aus dieser Tasse trinkt, wird unsterblich. Alternativ, nehmt sie mit auf Arbeit. Wenn ihr aus dieser Tasse euren Scotch trinkt, hinterfragt das keiner. Jeder wird denken, es wäre Tee. Jeder wird sehen, ach ja, einer aus dem Kreis der Verrückten, alles geht. Wenn jemand eine Kaffeetasse sieht oder eine Teetasse sieht und da ist so eine bräunliche, leicht durchsichtige Flüssigkeit drin, jeder denkt, ja, es ist schwarzer Tee, ganz klar. Das ist Genie. Wie viel Pasta Punch hat geschrieben? Erste Amazon-Rezension geschrieben. Sollte jeder machen, der es halt.
Dankeschön. Das ist wirklich nett. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, ich brauche Kathi Tassen, sagt Katzenöhrchen. Ja. Also, Christoph, ich schicke dir spätestens am Dienstag was zu. If you know what I mean, ich habe es echt die letzten Tage verplant. Das klingt falsch, ich was du dir da sagst. 50%, also 50% meines Teils habe ich auch schon fertig geschrieben. Den anderen muss ich noch schreiben, aber es geht super schnell eigentlich. Aber morgen werde ich wahrscheinlich nicht arbeiten und dann nehme ich es dir auf und dann schicke ich es dir rüber. Nur damit du Bescheid weißt. Das war jetzt für 99% der Anwesenden vollkommen verwirrend und irrelevant. Hija sagt, Scratcher-Bestellungen kommen noch. Schau mal auf Insta, was ich aus deinen Kitten gemacht habe. Ich bin gespannt, ich guck später. Also jetzt essen wir erstmal Abendbrot, aber dann, ja, bin ich sehr gespannt. Wenn ihr übrigens auf Insta irgendwelche Fanarts oder so macht oder Merch tragt, markiert mich mal auf dem Bild, dann kann ich das in meine Galerie aufnehmen. Freue ich mich sehr drüber. Guckt mal nach, wenn ihr was gemalt habt oder so, habt ihr mich markiert. Auf dem Bild, nicht im Text, auf dem Bild. Creepy, was du mein Schatz auch vergessen? Gut, dann bin ich beruhigt. Okay, Dark Luca sagt, ich kaufe mir auch eine Kathi Wintertasse, wenn mein Geld reicht. Ja, danke, mach das. Mina Meer sagt, die Sachen sehen Hammer aus. Mann, da muss ich gleich gucken, okay. Gut, dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war wieder ein sehr lustiger Stream. Ich liebe diese Märchen-Streams einfach und... Die Märchen? Ja, was sagt ihr? Ich liebe diese Sonntagsstreams generell, vor allem wenn du die Märchen verliest, weil da immer so tolle Geschichten und vor allem im Nachhinein Unterhaltungen bei rauskommen. Das ist immer richtig, richtig, richtig interessant. Und die afrikanischen Märchen fand ich tatsächlich, also ich muss zugeben, ich würde sie jetzt wahrscheinlich nicht rauf und runter hören wollen, wenn du jetzt 20 davon liest, aber es war richtig interessant, mal diese Art von Märchen zu sehen bzw. zu hören. Also, ja. Fand ich sehr spannend. Ja, die haben so alle ihren eigenen Geist. Und deswegen zum Beispiel mag ich keine irischen Märchen, ich muss leider wieder sagen. Aber mir haben die gut. Ja. Kagakagi, ich schreibe gerade, kann ich bei dir noch ein Hörbuch bestellen? Kagakagi, ich habe dir auf deine Mail, du hast in deine E-Mail schon gefragt, nämlich an kontakt@katzenwinter.de. Ich habe dir die E-Mail eigentlich beantwortet. Da ist auch sind auch zwei Links drin zu beiden Hörbüchern auf Etsy. Also du kannst auf etsy.katzenwinter.de beide Hörbücher als CDs bestellen. Das geht. Und wie gesagt, Link müsstest du eigentlich per E-Mail bekommen haben. Ich habe direkt auf deine E-Mail geantwortet. Danke, Archie. Okay. Ich mache nur meinen Job. Onkel Brody sagt, ich fand es interessant, so anders und gut. Ja, und ich fand, es ist auch mal eine schöne Abwechslung. Und ich glaube auch, dass sich der Horizont dadurch enorm erweitert, wenn man auch mal so einen ganz anderen Kulturteil, Kulturgut mit aufnimmt und das mit seinem eigenen Vergleich, dann nimmt man auch seinen eigenen nochmal ganz anders wahr. Also ich glaube, ihr habt heute auch die europäischen Märchen nochmal ganz anders empfunden im Vergleich zu den afrikanischen, oder? Mhm. Kagakagi schreibt gerade, okay, mein Postfach ist nichts, ich schau nochmal. Ich gucke auch nochmal, also eigentlich, ich habe sie rausgeschickt, hundertprozentig. Ich weiß noch, wie ich die immer geschrieben habe, ich weiß noch, was drinsteht. Ich würde dir ansonsten auf, ich glaube, du bist auf Discord, ja, du müsstest auf Discord sein, würde ich dir da nochmal die Nachricht schicken. Gar kein Problem, du kriegst die Links. Alles gut. Okay, so, jetzt aber wirklich. Habt einen schönen Abend, hört euch Poe an. Schreibt eine Rezension und folgt mir auf Instagram für mehr Pizza-Bilder. Und dann hören wir uns am Freitag live und ich werde bis dahin hoffentlich wieder richtig fit sein. Ansonsten werde ich im Bett streamen, halb tot. Aber das ist auch in Ordnung. Wir haben heute schon eruiert, ob das möglich ist. Ja, ich wollte heute schon im Bett liegen. Aber gut. So, jetzt höre ich aber auf hier. Habt einen schönen Abend. 1000 Herzen an euch Verrückten da draußen. Schönen Abend noch und gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.